Und das erste ist Ursula Hughes, hier in der Mitte. Ursula arbeitet als Professorin zu den Themen Arbeit und Globalisierung an der Universität in Herefordshire. Und sie hat letztes Jahr, beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema. Ich glaube, dein erstes Buch war 2003 zum Thema. Letztes Jahr, 2014, hat sie Labour in the Digital Economy rausgegeben und sich sehr stark auf die Arbeits- und auch Armutsverhältnisse und die neuen Verhältnisse von schlecht bezahlter Arbeit im Kontext von Digitalisierung beschäftigt. Hier direkt links neben mir sitzt Nadine Müller. Sie arbeitet jetzt seit 4 Jahren bei Verdi und ist zurzeit, ich nehme an, die ganzen 4 Jahre schon, Referentin für Innovation. Eine gute Arbeit bei Verdi. Und gute Arbeit. Innovation und gute Arbeit. Das heißt, ein sehr freundlicher, eine freundliche Umschreibung für technische Modernisierung und Arbeitsverhältnisse, Innovation und gute Arbeit. Und ganz links schließlich, die meisten werden ihn kennen, Wolfgang Fritz Haug war bis 2001 Professor für Philosophie an der FU Berlin und gehört zu der Generation, wo es noch viele linke Professoren in Deutschland gab. Zurzeit oder seit seiner Emeritierung leitet er das Berliner Institut für kritische Theorie. Der Ablauf des Abends jetzt der nächsten 1,5-2 Stunden ist so, dass wir in 3 Blöcken uns erstmal allgemein dem Thema Digitalisierung, Gesellschaft, was sind überhaupt gesellschaftliche Auswirkungen, annähern wollen. Im 2. Block schauen wir mal gezielt auf das Thema Arbeit, Arbeitsmarkt, Berufe und mögliche Konsequenzen. Und in einem 3. Block wollen wir dann mal diskutieren, was linke gewerkschaftliche Strategien im Umgang mit Digitalisierung sein können. Und dafür habe ich jetzt für diese 3 Blöcke maximal 90 Minuten eingeplant, sodass wir am Ende noch mindestens 1/2 Stunde haben für Fragen, Statements aus dem Publikum und Diskussion. Von Seiten der Organisatorinnen und Organisatoren sollte ich darauf hinweisen, A, dass es einen Livestream gibt, die Veranstaltung wird also live übertragen, Ihre Statements damit auch. Wenn Sie sich dann am Ende zu Wort melden, möchte ich Sie bitten, an dieses hübsche Mikrofon hier vorne, an das Rotring-Mikrofon zu gehen, damit das Bild-Ton-Verfahren synchronisiert wird und wir die Debatte auch mit dokumentieren können. Also Zwischenrufe aus der letzten Reihe sind technisch schwierig zu bearbeiten. Gut, und damit würde ich eigentlich gerne einsteigen und mich mal an Wolfgang Fritz Haug wenden und die Debatte um Entwicklung von Produktivkräften und ihre Auswirkungen auf Gesellschaft, die hat gerade im Marxismus ja in den letzten 30, 40 Jahren eine prominente Rolle gespielt. Aus so einer Sicht der politischen Ökonomie, wie würdest du eigentlich beschreiben, was bei so einem Prozess technischer Modernisierung, der Rationalisierung an gesellschaftlichen Aspekten zu beachten ist? Also jetzt nicht nur kapitalseitig, sondern auch darüber hinaus. Ich müsste vielleicht sagen, dass ich es nicht vom Standpunkt der politischen Ökonomie machen möchte, sondern vom Standpunkt der Kritik der politischen Ökonomie. Und das ist ein gewisser Unterschied. Da müsste man sich zunächst mal verständigen, was eigentlich die Triebkraft hinter der Technologieentwicklung ist. Und man muss sehr klar sich machen, das ist die Weltmarktkonkurrenz, bei der es wirklich um Gedeih und Verderb geht. Es ist ein riesiges, globalweites Schwarzer-Peter-Spiel. Wer unterliegt in der Konkurrenz des Produktivitätsfortschritts? Der bedeutet konkret Senkung der Stückkosten und damit Konkurrenzvorteile und so weiter. Das zunächst einmal. Und die Technik als solche ist etwas ganz anderes. Die Technik, auch wenn die tatsächlichen Erfindungen und Entwicklungen von dieser Zielsetzung her geprägt sind, also von dem Profitziel unter Bedingungen gnadenloser Konkurrenz, sind sie doch bis zu einem gewissen Grad sie enthalten viele Möglichkeiten. Sie sind, wie nennt man das nochmal in der Genetik,
Wie heißt das nochmal? Die Stammzellen, die sind pluripotent oder omnipotent, ne, omnipotent nicht, aber pluripotent. Das gilt auch für die Technologie. Aber Möglichkeit, selbsttechnologisch objektive Möglichkeit und Wirklichkeit sind durch einen Filter getrennt. Und in diesem Filter konzentrieren sich Herrschafts- und Produktionsverhältnisse. Das ist der Filter, der entscheidet, was von dem, was möglich ist, wird wirklich. Und an diesem Filter, also um diesen Filter, drehen sich oder sollten sich drehen die Kämpfe. Also das zunächst einmal für die Frage, wie sich die Technik stellt. Und dann der Filter, man kann ihn auch so beschreiben, der Filter fällt das Urteil der Entmöglichung. Was möglich wäre, wird niemals gemacht, wenn es durch diesen Filter nicht passiert. So, nun, was passiert eigentlich jetzt gerade? Diese berühmte Industrie 4.0-Geschichte. Das ist einfach eine Ausdehnung. Man sagt geradezu, es hat begonnen mit dem Handy. Fast alle haben hier eines. Wenn Lanier recht hat, dann haben im Jahr 2014 von allen Menschen, die auf diesem Globus leben, jedes vierte menschliche Lebewesen ein neues Handy besessen und davon 70% oder 80% Smart Ausfertigung. Also dass man sich mal den Grad der Durchdringung, das sind ja die ganzen Armutszonen mit drin, dass man sich mal den Grad der Durchdringung verdeutlicht. Und dieses Handy, das hat den Zeitetat der Generationen, die das Handy benutzen, verändert. Also verschlingt sehr viel Zeit, das Smartphone verschlingt sehr viel Zeit, gerade bei der Jugend, da gibt es schöne Forschungen darüber. Das heißt, man kann aber sagen, oder ich sage jedenfalls, die Zeit ist das Blut des Daseins. Das heißt, in dem Moment, in dem sich dein Zeitetat ändert, änderst du dich. Und zwar gründlich. Gründlicher als bloß mit einzelnen Änderungen. Also diese, an der Stelle ist eine ungeheure, fast schon anthropologische Veränderung im Gange. Das nur mal so angetippt. Aber nun sagen auch die Fachleute, dass das, was Industrie 4.0 ausmacht, im Grunde nichts anderes ist als eine Ausdehnung der Handytechnologie. Dass quasi die Dinge und die Menschen im Rahmen einer Vernetztheit man könnte sagen Chips, normales bei den Dingen, bei den Menschen ist das noch nicht ganz so weit, miteinander direkt Ding zu Ding kommunizieren und das Ganze eingeht in den riesigen Fundus der Datenproduktion und von dort in die Großdatenverarbeitung und die Auswertung geht, der verschiedenen Arten. Das ist sozusagen die Schwelle, an der gerade die Technologieentwicklung steht. Und da muss man sich auch klar machen, diese Schwelle ist nichts, was sich bloß auf die Industriearbeit beschränkt. Nicht nur erfasst sie simultan auch die Dienstleistungsarbeiten, sie umfasst, wird auch umfassen. Auch das hat Morozov zum Beispiel gesagt oder zumindest gerade geschrieben in einem FAZ-Artikel über solche Gags wie die Google-Uhr. Moment, ist es Google-Uhr, oder? Apple-Uhr, ich verwechsel das ganz bestimmt. Ja, ich habe sie nämlich nicht und will sie auch nicht. Jedenfalls, es wird viele Gadgets geben, die sozusagen sekündlich Körperzustände und über die Körperzustände auch psychische Zustände einspeisen in das System und ständig dann Ratschläge geben, was man ändern soll, um im Sinne von Versicherung und so weiter und so weiter. Also das wird nicht auf die Arbeitssphäre beschränkt sein. Es ist ein System, was sich gerade zu schließen anschickt. Ein totalitäres System. Und Morozov hat auch völlig recht, dass die Frage dieses Filters sich auf diesem System stellt angesichts einer globalen Monopolstruktur. Alle kennen die, sind das drei, sind das fünf, auf die wir das aufteilen, in deren Händen diese Macht ruht. Das ist eine Macht, die in gewisser Weise keine Generation vorher hatte. Und die Kontrolle über diese Macht verleiht, das können wir noch gar nicht ganz abschätzen, was die alles leistet.
Sie können zum Beispiel aus den digitalen Spuren, die wir im Netz hinterlassen, aus denen kann man komplette Personenidentitäten konstruieren, die viel kompletter sind, als was alle Geheimpolizeien bisher hatten oder was wir selber von uns wissen. Die wissen, was wir nicht von uns wissen. Man kann mit diesen Technologien, kann man von einem Baby 36 Stunden nach der Geburt, sagen sie, mit 80%iger Sicherheit voraussagen, was es mit 8 Jahren für Begabungen und für Defizite zeigen wird. Ja, da gibt es eine App und so weiter und so fort. Also das ist eine Änderung, die ist umfassend und mehr noch, die beschränkt sich nicht auf die Arbeitswelt, sondern sie wird auch die Kultur verändern bis zum Nicht-mehr-Kennen. Wir haben gerade im letzten Workshop davon gehört, dass auch die FAZ, die Süddeutsche Zeitung und andere derartige Medien sehr vermutlich nicht überleben werden. Also in wenigen Jahren nicht mehr da sein werden als Printmedien. Das heißt, sie wird dieses Bild verändern und mehr noch, schon jetzt gibt es eine Mutation der herrschenden Ideologie in unserer Gesellschaft. Und zwar hinter dem Rücken von der linken Öffentlichkeit, soweit ich das bisher sehe. Ich bin seitlich reingerutscht in dieses Thema und glaubte meinen Augen nicht. Weil die Grundbegrifflichkeit, mit der wir Freiheit, mit der wir Menschenwürde diskutieren, diese Begrifflichkeit, geerbt aus der bürgerlichen Aufklärung und ergänzt durch die soziale Aufklärung, die mit dem Namen Marx verbunden ist, die bestimmt unsere Begriffe und das Ensemble dieser Begriffe wird geschleift gerade. Und die Leute, die das machen, die Ideologen, bekommen die höchsten Preise. Selbst der Unzeltpreis. Unzelt, der Verlag von Bertolt Brecht. Bevor wir in die Arbeit ins Detail gegangen. Aber bevor wir in die Arbeitsmarktdebatte Konsequenzen für die Arbeit. Das heißt, auf die Tagesordnung muss eine neue Ideologiekritik. Sonst haben wir von vornherein verloren. Also das, was du angerissen hast, ist, dass die Produktionsmittel, Produktivität sich über bestimmte Konsumgüter, Ikonen im Alltag, den Zeithaushalt, dass die Alltagskultur, Gesellschaft natürlich mit beeinflussen. Ich glaube, Ursula, du hast es schon sehr früh, ab Anfang der 90er verfolgt, welche Auswirkungen Digitalisierung eigentlich im Alltag auf Kultur, auf Naturwissenschaften, Biologie, Alltagsaspekte hat, bevor wir jetzt zum Arbeitsmarkt kommen. Wenn du sagen, also könntest du mal kurz beschreiben als Resümee die letzten 20 Jahre, was sind die wichtigen Auswirkungen von Digitalisierung im Alltag gewesen? Well, I think I'd like to take a little step back from that, because I think if you look historically at what happens when a new technology is introduced and then what happens when it reaches critical mass, you see actually rather similar phenomena, and you see the public debates failing to spot what the big impacts are. So if you go back to the period after World War I, when the technology of electricity, for instance, was reaching critical mass, and when the use of the motor car was reaching critical mass, people were thinking in terms of all the jobs that would be lost with people who looked after horses, you know, and all the jobs that were lost of people who lit the lamps in the streets and so on. And people think in terms of the existing industries. And people also use a kind of robots don't buy cars kind of argument that says, well, this is going to bring capitalism to its knees because labor is going to become so productive, there will be everybody will be unemployed, they won't be able to buy the new products, etc., etc. What actually happened was in the 1920s, let's say, with electricity, was the growth of these completely new industries that nobody had anticipated, largely based on the commodification of activities that previously had been outside the money economy, domestic labor, washing machines, vacuum cleaners, radios, all these electrical goods started to be produced and started to be the basis of new industry. I don't want to go into great detail. Roll on until the 1970s, which is when I started first as a trade unionist in the media industries, started engaging with these issues in the 1970s. Along came the silicon chip.
as it was then called, and suddenly exactly the same arguments. Labour was going to become so productive, the factories would close, there would be mass unemployment. There was what was not predicted, perhaps I'm a little bit of an exception here, was that capitalism, with its usual genius, this is the impetus behind all this, is constantly searching for new things to commodify, new sources of accumulation. And who then could have predicted the iPhone, the laptop, the call center, all the huge range of new jobs and new industries that were created on the basis of the new technology. And fast forward to the new, I argue that we are now in a new phase of capital accumulation that was, periodization is always difficult, but I would say it probably dates from the financial crisis, 2006, 2007, 2008, from that kind of a period. We're in a new phase of capital accumulation with new kinds of commodities generated from art and culture, from biology, like new drugs and new genetic engineering products and so on, and the commodification of sociality itself, through things like Facebook, social media, and the use of having normal communication mediated through the technology and therefore creating a profit for new companies. You watch four school children walking down the street from school. They're all on their mobile phones. They're not talking to each other. They're talking on their phones, or they're texting on their phones. And from that activity, half a dozen companies are creaming off a profit. So that the actual sociality itself has become the basis of new commodities. Now, if we want to look in more detail at how that actually works in terms of daily life and work, there are several different processes, I think, that go on, all driven by, as Wolfgang said, by the capital's imperative to maximize its profit and minimize its cost. One of them is the externalization of labor from paid workers to unpaid consumers. Self-service, the use of call centers where it's your time spent waiting in the queue is maximized, and where actually the consumption process itself is tailorized effectively. Buying your own airline tickets online, doing your shopping online. The consumer is not only without pay generating lots of data for these companies, it's also doing labor that was previously paid labor. So there's this kind of externalization of labor is going on. That's one part of the process. Another part of the process is this bringing of new areas of life into economic activity. One of the most dramatic and, for me, horrifying examples of that is the commodification of public services that's been going on for the last few years. The transformation of things like social care and healthcare and education into commodified industries controlled by multinational companies, which completely changes the relationship of workers to their clients, and also is associated with more of that externalization that I was talking about, with students supposed to be doing MOOCs, these online courses, instead of being taught in person by lecturers. And of course, that also involves expropriation of the intellectual property of the lecturers as well, by the way. But also what I was talking about in an earlier session today, the way in which activities like cleaning, carpentry, very ordinary activities that most working class people have traditionally done for themselves, you know, putting up shelves, painting the walls, looking after the children, doing, you know, cleaning around the home, have become the basis of these new industries using crowdsourced labor. Well, you've got Uber when it comes to driving, you've got thinking of German companies, you've got Helpling, you've got Mila, for more clerical type, but you've got Clickworker, that's another German company active in 72 countries. And this, what this is doing is, while workers
are finding their paid work intensified more and more, with working longer hours, getting more exhausted. They are being encouraged to buy services that they would have provided for themselves through these crowdsourcing companies. And so new workers are being drawn into the workforce on very, very poor conditions, employed by these profit-making transnational corporations. And workers are being pushed into buying these services. And that, of course, is creating huge splits in the working class. Mm-hmm. Working class people employing other working class. I'll stop. Sorry, one moment. Wir steigen gerade wieder direkt in die Konsequenzen für Arbeitsmarkt und so weiter ein. Ich glaube, ein Prozess, den du beschrieben hast, den du beobachtet hast, ist, dass mit diesen neuen Technologien ein Informalisierungsprozess von Arbeit einhergeht in ganz vielen Bereichen. Also da, wo Arbeit und Kapital kommodifiziert wird aus öffentlichen Bereichen, da, wo sich neue Technologien etablieren, dass eine andere Form von Arbeitsbeziehungen auftreten. Und eine Frage für Verdi und Dienstleistungsbereich ist dann natürlich erstens, könnt ihr das als Erfahrung so auch empirisch nachvollziehen, dass es diesen Prozess gibt? Und zweitens, was erwartet ihr da eigentlich technologisch in nächster Zukunft? Weil der Prozess der Arbeitsplatzdigitalisierung, wenn wir jetzt nur das enge Arbeitsverhältnis nehmen, ist ja schon sehr alt, 25 Jahre mindestens. Also A, könnt ihr diesen Prozess von Informalisierung durch technologischen Druck nachvollziehen? Und B, was erwartet ihr da als nächste Schritte? Also ich könnte natürlich gleich beim Crowdsourcing nochmal anknüpfen. Ich komme auch wieder darauf zurück, aber vielleicht wirklich nochmal einen Schritt zurück, weil es ja in unserer ersten Fragerunde um Begriffe gehen sollte, auch so ein bisschen. Wir reden jetzt eben heute über Digitalisierung, Industrie 4.0 und so weiter. Was fasst eigentlich Verdi darunter? Also Verdi fasst erstmal unter Digitalisierung, dass wir heute zunehmend mit digitalen Arbeitsmitteln unterwegs sind. Dass das sozusagen der dominante Erwerbstypus geworden ist, mit digitalen Arbeitsmitteln tätig zu sein. Und ich würde auch dazu sagen, insbesondere Software. Du hast recht, dass dieser Prozess jetzt nicht neu ist. Der hat in den 70ern eingesetzt. Und was wir beobachten können, ist einerseits, oder vielleicht das Zentrale, Digitalisierung hat ein unglaubliches Ambivalenzpotenzial. Also sozusagen die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind eben nicht geradlinig, sondern einerseits könnte man es sehr positiv beschreiben. Die Arbeitsorganisation müsste sich eigentlich so verändern, dass wir viel die Planung viel kooperativer angehen. Die Leute haben heute eine viel höhere Qualifikation im Durchschnitt. Die Kooperation ist dadurch komplexer geworden einerseits. Die Leute sind also eben angehalten, sich mehr abzustimmen. Es ist jetzt nicht mehr unbedingt das Fließband, wodurch die Kooperation vermittelt wird. Die Kooperation ist global geworden. Wir sind angehalten, uns ständig weiterzubilden, einerseits, weil die Technik sich jetzt auch immer schneller ändert, weil wir angehalten sind, auch vor allen Dingen kreativ zu sein. Aber auch eine andere Kompetenz, die dazu kommt, ist, dass wir jetzt eben auch interaktiver tätig sind, weil ein Trend, der sich dadurch ergeben hat, durch Digitalisierung und gerade die Automation in den 70er, 80ern, ist ja, dass Industriearbeitsplätze im großen Maße abgebaut worden sind. Also wir haben, zumindest sagt die Statistik, dass jetzt noch 25% Industriearbeitsplätze ungefähr und 70% an Beschäftigung und Wertschöpfung findet derzeit im Dienstleistungssektor statt. Der ist nur auch halt sehr heterogen, was jetzt auch Ursula schon angesprochen hat. Also es gibt halt inzwischen einen hohen Niedriglohnbereich, also eine Prekarisierung, die damit einhergegangen ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben so hohe, immer noch hochqualifizierte im Softwareentwicklungsbereich. Was man auch feststellen kann, ist, die Ursula hat schon angesprochen, dass jetzt auf einmal Sektoren in Betracht kommen, wo vor allen Dingen Wertschöpfung stattfinden soll, wie der Gesundheitsbereich. Ist es jetzt eigentlich gut oder schlecht? Also es gibt eine Prognose vom IAB, dass die meiste Arbeitszeit, so ungefähr 2030, einerseits in kaufmännischen Bürotätigkeiten
anfallen wird und danach kommt gleich der Gesundheitssektor. Wir sehen aber gleichzeitig, dass eben der Gesundheitssektor zunehmend privatisiert wird. Also was bedeutet das eigentlich? Einerseits entsteht da also Beschäftigung in sozialen und Gesundheitsberufen, aber wie sieht die Beschäftigung aus? Damit einhergeht noch der Trend zur Feminisierung. Also wer letztens die Süddeutsche gelesen hat, konnte dort finden, dass in der Zeit von 2001 bis 2014 ungefähr 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie nochmal abgebaut wurden und in der gleichen Zeit 1,3 Millionen Arbeitsplätze angeblich eben in diesen sozialen Gesundheitssektoren entstanden sind und die zu 80% mit Frauen besetzt worden sind, die angeblich auch derzeit schon eine höhere Qualifikation vorweisen können. Aber wir haben eben gleichzeitig noch das Gap zwischen Männer- und Frauenlöhnen, also die werden dann eben auch schlechter bezahlt. Das bedeutet, einerseits haben wir eigentlich große Potenziale mit der Digitalisierung, auch durchaus zu einer Demokratisierung. Das war ja auch das Thema der heutigen Session. Also im Sinne, dass vermehrt die Arbeitenden selbst auch bestimmen müssen, wie sie ihre Arbeit eigentlich gestalten. Wir als Verdi wollen das eben verstärken, dass es nicht nur darum geht, dass sie entscheiden können, wie sie ihre Aufgaben lösen, sondern dass sie eben auch entscheiden können sollen, unter welchen Bedingungen sie das tun, also wie die Arbeitsbedingungen gestaltet sind. Andererseits können wir aber eben diesen Trend zur Prekarisierung feststellen und ein wichtiges Phänomen, was Ursula genannt hat, ist eben dieses Crowdsourcing. Und selbst da haben wir ein Phänomen, dass das relativ gespalten ist. Wir haben eben einerseits dieses Clickworking mit Leuten, die vielleicht $1-2 durchschnittlich verdienen bei diesen Tätigkeiten. Wir haben aber gleichzeitig das Crowdsourcing, was bei IBM stattfindet, was auch eine Prekarisierung bedeutet, was aber noch derzeit so vonstatten geht, dass die Freelancer, die dort arbeiten, teilweise sich auch diesen Status selbst ausgesucht haben. Das kann man zwar bei diesem IBM-Modell nicht sagen, weil die hatten ja damit vor, ihren Gewinn zu steigern und über die nächsten Jahre mittelfristig tausende Arbeitsplätze abzubauen. Also steht da schon auch eben diese Renditestrategie dahinter. Trotzdem ist es natürlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und es ist auch so, dass die letztendlich gar nicht diese Arbeiten an die Crowd ausgelagert haben, wie sie es ursprünglich geplant haben, sondern sie haben auch festgestellt, dass sich dann damit eventuell doch auch ökonomisch Probleme für sie ergeben, weil wenn sie die Arbeiten auslagern an Freie, dann ist es einmal so, dass sie vielleicht auch gar nicht so loyal gegenüber diesem Unternehmen sind. Es gibt durchaus doch immer noch sprachkulturelle Barrieren oder die Qualitätskontrolle kann nicht so wirklich gewährleistet sein, beziehungsweise ist es schwer, diese verschiedenen Leistungen zu integrieren. Also haben sie sich entschieden, doch eher eine interne Plattform zu machen, für die sich dann Freelancer wiederum bewerben können. Und wenn sie eben ihr Profil darstellen, und das müssen nicht nur Sachen sein wie so eine Art Lebenslauf, wo sie ihre Qualifikationen darstellen, sondern durchaus auch persönliche Informationen, dann können sie sich irgendwie vielleicht auf dieser Plattform auch registrieren und Aufträge annehmen. Mhm. Dann erstmal vielleicht zu dem Punkt, weil zu Arbeitsmarkt kommen wir ja noch. Ja, da würde ich vielleicht gleich mal nachhaken. Also A ist viel, was wir an Diskussionen und Beispielen anführen, immer in der ersten Person aus der IT-Industrie. Ich habe mir mal jetzt zur Vorbereitung eine Studie aus den USA von Carl Frey und Michael Osborne angeguckt, Future of Employment. Die haben nach Wahrscheinlichkeitsmodellen sich 700 Berufsgruppen in den USA angeguckt und versucht herauszufinden, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass jetzt erstmal nur dieser Beruf, damit noch nicht automatisch die Anzahl der Arbeitsplätze, in Zukunft verschwindet, in irgendeiner Form durch Digitalisierung, Technologisierung verschwindet. Sie haben gesagt, 47% der Berufsgruppen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit im Laufe der nächsten 20 Jahre vom Aussterben bedroht. Ein Klassiker, das ist zum Beispiel was, was Verdi betrifft und jetzt nicht nur Kern-IT ist, ist der gesamte Sektor Lagerarbeit, Lagerung, Logistik, wo es offensichtlich in den nächsten Jahren einen massiven Technologisierungssprung gibt. Und das ist so ein bisschen meine Frage, wie richtet sich Verdi darauf eigentlich aus? Also geht ihr mit dieser Realität schon um oder? Also die Studie
haben wir schon häufiger zitiert. Also wir kennen sie und wir wissen sozusagen, dass es diese Prognosen gibt. Das war ja im Prinzip so eine Adaption der Studie von Osborne und Frey in den USA, die sich 700 Berufe angeguckt haben und eben auch festgestellt haben, dass die eben ungefähr Hälfte der Arbeitsplätze gefährdet sind in den nächsten Jahrzehnten. Und es ist so, dass wir das zur Kenntnis nehmen und schauen wollen, in welche Bereiche dann eigentlich später diese Rationalisierungsgewinne eigentlich auch mal fließen können. Also die eine Frage ist, wir haben bisher immer eine starke Industrieforschung gehabt. Was wir noch nicht so stark betreiben, ist wirklich eine Förderung auch von systematischer Dienstleistungsentwicklung, auch in den Regionen. Dann, dass wir uns irgendwie die Frage stellen, was eigentlich wirklich alles digitalisiert werden soll oder wo wir vielleicht doch nochmal so einen Ansprechpartner haben wollen, also eine Person, mit der wir sprechen können. Das kann ganz verschiedene Sachen sein. Das betrifft ja zum Beispiel auch den Handel, wo prognostiziert wird, dass eben die Städte, die Innenstädte aussterben, die Läden dann alle weg sind, alle kaufen nur noch online. Wird es eigentlich passieren, ja oder nein? Da gibt es eben auch verschiedene Antworten vom Handel, dass man vielleicht ja auch sowas wie ein Einkaufserlebnis schaffen will. Oder wir hatten es ja bei Schlecker gesehen, dass so eine Läden durchaus als soziale Treffpunkte funktionieren können. Also da sind einerseits tatsächlich, wird nach Bedarfen gefragt. Also wenn wir jetzt uns das wieder unter diesem Demokratisierungsaspekt anguckt, dann vertreten wir den Ansatz bei Verdi, dass wir das als soziale Innovation betrachten wollen. Also im Prinzip Innovationen schaffen wollen, indem wir zusammen mit den Anwendern, Verbrauchern, Patienten gucken, was sie eigentlich für Dienstleistungen in Zukunft haben möchten und eben auch die Beschäftigten dabei einbeziehen, sodass wir am Ende eben zu Produkten, Dienstleistungen kommen, die erstens dann auch kein Akzeptanzproblem haben, wie es ja oft bei der Technik der Fall ist. Wir haben das in der Pflege mehrmals erlebt. Da gibt es ja auch den Trend zu technisieren, mit Robotern zu arbeiten, wie auch immer. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Leute das auch wirklich annehmen und dass das funktioniert. Wenn man aber direkt daran geht, im Sinne auch einer Open Innovation nennt man das ja zum Teil, wo aber eben auch die Beschäftigten mit einbezogen sind, dann kommt man vielleicht am Ende auch wirklich zu Ergebnissen, die was bringen, was auch durchaus für die Förderpolitik von Belang sein kann, weil wir haben ja auch in der Vergangenheit schon erlebt, dass bei großen Förderprogrammen zu E-Mobilität, wo viele Gelder reingeflossen sind, dann in den Kommissionen, die darüber entscheiden, zwar viel Privatwirtschaft sitzt, aber aus der Zivilgesellschaft vielleicht nicht so viele. Und wenn man eben die sozialen Prozesse nicht betrachtet, in denen dann diese Innovationen stattfinden sollen, dass es dann eben auch zu einer Verschwendung von Geldern führen kann. Also deswegen muss man sich eben auch überlegen, wie geht man eigentlich sowas an und was machen wir eigentlich mit den zukünftigen Rationalisierungspotenzialen, die sich da ergeben. Sollten die nicht vielleicht wirklich doch in gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen fließen, sowas wie Gesundheit, Bildung? Also was brauchen wir eigentlich für eine gelingende Gesellschaft und welche Gesellschaft wollen wir haben? Also müssen wir nicht vielleicht auch Dienstleistungen aufwerten? Denn so wie Dienstleistungsarbeit in Deutschland bezahlt wird, das muss ja nicht der Standard sein. Und es gibt ja Länder, in denen es durchaus anders funktioniert. Also das heißt, da muss eine gesellschaftliche Debatte in Gang kommen, wie man sich in Zukunft Arbeit, aber auch Form von Dienstleistungen, Produkten, wie soll das eigentlich in Zukunft aussehen? Den Widerspruch, den ich da manchmal in der Debatte sehe, ist, dass wir sagen, einerseits, wir wollen, stehen den neuen Technologien natürlich positiv gegenüber. Ich denke, allen ist vollkommen klar, dass man Produktivitätskraftentwicklung nicht verbieten kann. Andererseits sind offensichtlich politische Steuerungsprozesse möglich. Ein Aspekt, auf den Wolfgang gleich eingangs hingewiesen hatte, war, dass das, was technisch möglich ist, nicht unbedingt das ist, was gemacht wird, sondern die Entscheidung zur Technologieentwicklung folgt ja offensichtlich erstmal relativ unmittelbaren Kapitalinteressen. Ursula hatte Uber angesprochen, Thema war der Buchdruck. Das sind beides Beispiele, wo ich sagen würde, aus einer naiven Perspektive, kein Mensch braucht auf dem aktuellen Stand der Technik Taxis, niemand. Ich persönlich brauche auch keine Bücher, wenn ich alles digital sofort hier haben kann. Die Beschäftigungsstruktur dahinter ist aber eine andere. Und ich weiß nicht, Ursula, du hast dich stark um den Begriff Cybertariat organisiert. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie sich dieser Widerspruch an Technikdurchsetzung und auch Affirmation gegenüber Technik und Arbeitsrealität
da darstellt? I'd like to actually go back a little bit to your earlier question about this study. The study that you mentioned earlier, which I read in great interest and found it was exactly like a lot of studies I read in the 1970s. So they're using a very similar methodology and making exactly the same mistakes, in my view. But this example of logistics is a very interesting one, and I'd like to a little bit talk about that because it illustrates very clearly, it seems to me, the particular contradictions of the global situation we're now in. Because we're in a situation where digitization is used to manage global value chains, and neoliberalism has encouraged global divisions of labor to develop in a whole variety of ways. And what this means is that competition between capitalists, which is of course, you know, as cutthroat as it has ever been, and as disruptive and destructive as it has ever been, has created a situation where the more complex the global value chains, the bigger the gap there is between where value is created and where it is realized. Geographical gap and a gap in other senses. So this means that getting the goods to market becomes enormously important for companies. If you've got a whole ship full of iPhone 6s on its way from China, and then suddenly a competitor brings out a clone, a copy of the iPhone 6s and sells them very cheap, or another company comes out with another phone, which is more glamorous, you've lost billions. And so this getting of the goods to market has become more critically important than ever before. And so there's a huge fight for who controls the value chains between different kinds of capitalist. And so the pressure, the workers who are, I would say, almost under more pressure than any other workers in the world right now, are the logistics workers. You look at the people who work on container ships, the people who work in ports, the people who work in Amazon warehouses. They are being pressured and pressured and pressured. And the final end of the value chain, I think you've seen very clearly in Germany, the casualization of postal deliveries, the destruction of the trade unions involved in delivering postal services. This is why Amazon is experimenting with using drones to deliver goods. Getting the goods to market is the most critical thing for capitalism right now, and also innovating, developing new products, because the window within which they can make a profit from any given commodity gets shorter and shorter and shorter. So this partly answers the question of, A, there is this creative destruction. We see the jobs being destroyed in the old-fashioned shops, but millions of jobs being created in warehouses and on container ships. But there will also be jobs involved making drones, right? These things like drones will be new products that will need new factories with new divisions of labor, with new companies organizing them. Now, do you want me to quickly come back on your Cyberteriac question? I'll be very quick. The combination of globalization and digitization has done is, in order for work to be digitized, it has to be standardized. Labor processes have to be standardized, so workers become more and more interchangeable. And what has been created has been a global army, in many cases a reserve army, because a lot of them are unemployed, of workers all over the world since 89, since the wall came down in this city, and there was no longer an area of the globe that was, so to speak, outside capitalism. The whole world has been constituted into a global army of workers who increasingly are obliged to speak the same global languages, to use exactly the same skills, so that there are no windows, you know, to know Word, to know the same software packages, exactly the same labor processes, speaking the same languages, working for the same global employers, who theoretically, surely, should constitute a class.
You know, if you think about what is a class, same relation to the production, same labour processes, same employers, the potential to communicate. Now, and what has happened? Why are they not developing a common class consciousness? I mean, there are a few cases where they are, but generally speaking, they are not. And this is, of course, this is where ideology becomes so important. This is because they are constituted as enemies, whether it's for religious reasons or national reasons of nationalism or different ethnicities, and all the natural ways that working class people in Europe, for instance, have responded to the terrible things that have been done to their jobs. They've been tried to look for values that link them to traditional values, and that's been converted into forms of racism and xenophobia, and that is actually destroying this common class that could potentially be there. When I talk about cyber charity, I'm trying to find a word for this group of people who are not a class but maybe could be. Right. Wolfgang, also die eine Aussage von Ursula ist ja A, dass das Gesamtniveau an Beschäftigungszahl nicht unbedingt einbrechen wird, weil neue Jobs in neuen Branchen entstehen. Dass sich aber die Arbeitsbeziehungen verändern. Das Zweite ist zu sagen, es gibt so eine globale Nivellierung, auch kultureller Art, mit einer Lingua Franca und weltweiten Arbeitsbedingungen und das als einen Ort für neue Formen von globaler Organisierung, Klassenorganisierung auch zu sehen. Die Gegenthese wäre ja, dass es eigentlich mit dieser starken Produktivitätssteigerung irgendwann zu einer Krise der Lohnarbeit kommen muss. Wenn also die Kernbeschäftigung und die Lohnbeziehungen ab einem bestimmten Maß an ein Verteilungsproblem darstellen, dass also Einkommen, lohnabhängige Einkommen zu gering werden, um dieses Maß an Produktivität überhaupt noch abzudecken und am Laufen zu halten. Ist das auch eine praktische, theoretische Option? Siehst du das? Naja, das sind jetzt zwei Fragen in einer. Also wir haben einerseits die Frage der Technologieentwicklung und des Verhältnisses von Jobzerstörung und Jobschaffung. Das ist das eine. Und die klassische Definition für technologische Arbeitslosigkeit ist, wenn die Jobvernichtung größer ist als die Jobschaffung. Die Frage wäre dann, wie verhält sich das eigentlich gegenwärtig? Also wenn ich mir mal die Kommunikation der herrschenden Klasse, soweit ich das mitbekomme aus der FAZ, zu Gemüte führe, dann sagen sie, zum Glück gehen jetzt die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Das ist ihre Einschätzung. Also ja, sie rechnen mit massiver Jobzerstörung, mit einem Überwiegen der Zerstörung. Dies vielleicht das eine. Und das andere mit der globalisierten Arbeiterklasse, das ist etwas, was uns sehr beschäftigt, natürlich schon lange. Die Arbeiterklasse ist jetzt eine globale Klasse an sich, die aber keine globale Klasse für sich zu werden vermag, zumindest bisher. Und wenn man da nach den Gründen fragt, es ist einerseits, der Heidegger sagt, die Sprache ist das Haus des Seins. Es ist einfach zunächst mal die Sprache. Und auch wenn das Glob-Englisch, wenn auch das also weltweit vordringt, also in den Sweatshops muss man nicht Englisch sprechen. Das möchte ich mal sagen. Das ist mir nicht bekannt. Das sind nur die qualifizierten obersten Chargen, die das müssen, oder die höheren Schichten, sagen wir mal, in der Arbeitskraft. Und die Masse muss nicht Englisch können. Die kriegt es. Sie haben also bisher keine gemeinsame Sprache und sie haben nur wenig Ansätze, so etwas wie ihre eigenen Intellektuellen auszubilden, die dann eine globale Kommunikation zwischen diesen Klassenfragmenten herstellen könnten. Das wäre nun wirklich Weltgeschichte, wenn das gelingen könnte. Das halte ich für stärker noch als dass der Rassismus dieses Solidaritätsbewusstsein zerstört. Das wissen wir, das ist ganz bestimmt so. Aber das wirklich Schlimme ist, dass die endogenen Kräfte dieser globalen Klasse an sich nicht ausreichen, um zur Klasse für sich zu werden, auch wenn diese Zerstörung so nicht in dem Maße funktionieren würde. Ja.
Vielleicht müsste man, ich würde gern zu dem vorigen Punkt noch etwas nachtragen, also die Triebkraft hinter der Technologieentwicklung, das sind wir konsent, glaube ich, da gibt es Konsens. Man müsste aber gleich noch einen Faktor dazu nennen. Das Kapital erfindet ja nicht die Richtungen einfach. Ich meine, die Generalrichtung ist Ihnen klar, Reduktion der Kosten, sagen wir mal, Erhöhung der Produktivität und immer mit dem strategischen Blick auf Reduktion der Stückkosten. Aber Sie können das nur machen, wenn Sie dem Massenfluss der Bedürfnisse folgen. Und gerade die Digitalisierung, jetzt nochmal zurückzukommen auf die Gadgets, auf die Welt der digitalen Instrumente, die nicht bloß in der Arbeitswelt verwendet werden, sondern die wir alle, die wir hier sitzen, verwenden, wahrscheinlich ausnahmslos, da herrscht ein unglaublicher Strom, Richtung, ja, und das Gesetz, nach dem dieser Strom sich selber dirigiert, ist das der großen Zahl. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, wissen alle. Diese neue Technologie, die Netztechnologie, ist desto vorteilhafter für die Teilnehmer, je mehr schon teilnehmen. Das heißt, sie hat eine inhärente Logik, die zum Monopol führt. Das ist der Punkt. Und wir, die Benutzer, mit unseren Spuren, unserem Verhalten, wir sind sozusagen das, was dieses Monopol nachher ausmacht, was uns gegenüber eine Übermacht ist. Wenn das nicht der Fetischcharakter des Kapitals in neuer Form ist, dann weiß ich nicht, was das sein sollte. Und wenn das nicht die Entfremdung dieser Epoche sein wird, dann weiß ich es auch nicht. Denn wir alle arbeiten mit digitalen Instrumenten. Aber die Kontrolle über das Innere dieser Instrumente, die liegt bei den Monopolen. Wir alle sind digital auf die ständigen Innovationen angewiesen. Und so weiter und so fort. Also das ist da kommen die alten Begriffe vielleicht zu einem neuen Inhalt. Aber also um genau an dem Punkt einzusetzen, tatsächlich gibt es ja auch im Alltag für uns alle unheimliche Zeitvorteile, einfach daraus, dass viele Dinge, seien es nur Recherchen, schnelle Recherchen nach einem Kochrezept und sonst was, sehr, sehr, sehr viel schneller und effektiver werden. Eine kleine, also es gibt diese Alltagserleichterung, die kurz, Alltag. Das die, ganz schön nur sagen. Das Argument. Wenn du einmal für Flug gebucht hast und schier verrückt geworden bist, eine Stunde und dann immer wieder rausgeschmissen worden bist oder eine Eisenbahnkarte aus dem Automaten, dann weißt du, was Ursula recht hat. Ja? Es ist nicht nur Erleichterung im Alltag. Tipps. Aber also das, was Nadine auch für Verdi und für die Angestellten selber diskutiert hat, dass es ja für viele tatsächlich auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten in ihrem individuellen Alltag, in ihrem Arbeitsalltag gibt, die nur auf Arbeitsebene durch Prekarisierungstendenzen, Disziplinierung, auch ökonomischer Art überhaupt nicht realisiert werden können. Das wäre jetzt die Frage, wo kann da eigentlich eine Ermächtigung, eine Form von Organisierung im gewerkschaftlichen Alltag ansetzen? Also darauf will ich gleich zu sprechen kommen, aber weil wir eben nochmal, oder Ursula ja auch diese Studie angezweifelt hat, jetzt mit Osborne Frey oder Jeremy Bowles für Europa, das mag auch sein, man muss sich das bestimmt genauer angucken, wo das zutrifft oder nicht, aber wir haben ja vorhin über Industrie 4.0 gesprochen und da ist ja eigentlich auch schon viel Software, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja im Kern bei diesem Projekt darum, eine Sprache zu finden, also eine Software, die zum Standard werden soll, wie dann die Maschinen und so weiter, alles was darin eingebunden ist, miteinander kommunizieren kann. Und bei der Veranstaltung jetzt am Mittwoch vom BMAS war ja ein Vorstand von VW, Herr Neumann. Und da war auch eine Einschätzung, wie viele Jobs dann vielleicht auch durch Industrie 4.0 verschwinden werden. Und er hatte gesagt, in der Produktion gibt es ungefähr die Hälfte der Jobs sind taktgebunden und die andere Hälfte nicht taktgebunden und die taktgebundenen werden wegfallen. Und dann war auch die Frage, ja, und wie kompensieren Sie das? Und dann war eben auch die Antwort, na, wir haben ja demografischen Wandel und wir hoffen eben, dass die uns dann fehlen in den nächsten 30 Jahren, dass sich das kompensiert. Aber so richtig hat das auch nicht geglaubt, gerade bei der Nachfrage, was ja denn jemand empfehlen würde, der jetzt gerade so 35, 40 ist und genau in diesem taktgebundenen Bereich, ja, genau. Umzulernen auf einen Job im nicht taktgebundenen Bereich.
oder überhaupt sich weiter zu qualifizieren. Das ist eben meist die Antwort, sich eben zu qualifizieren, und das ist durchaus eine Antwort, die ja zutrifft, zu gucken, was für Entwicklungen kommen und den Leuten da eine Chance zu geben, eben in neue Berufsbilder einzusteigen. Aber ich glaube, selbst wenn diese Studie nicht so eintrifft mit der Hälfte der Jobs, wie es vorhergesagt wird, haben wir, glaube ich, wirklich ein Problem, zumindest mit einem Übergang. Ne? Also auch wenn es immer wieder Leute gibt, die behaupten, auf lange Frist würden dann wieder mehr Jobs entstehen. Aber jetzt nochmal zu der Frage, wie kann man eigentlich diese Potenziale nutzen? Ich denke, man muss eben überhaupt erstmal wieder auf die Möglichkeiten aufmerksam machen. Also ich denke, es bringt nichts sozusagen, sich gegen diese Entwicklung zu stellen und zu sagen, Digitalisierung, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und es gibt ja auch teilweise ja, Intellektuelle wie Zenit, die sagen, na, man muss ja auch nicht alles nutzen und man kann ja irgendwie Smartphone und alles abschalten oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, nicht sehr realistisch, auch wenn ich, wie vorhin schon gesagt, man immer trotzdem noch fragen muss, was soll jetzt eigentlich alles digitalisiert werden und was vielleicht auch lieber nicht. Also, dass wir da auch eine Entscheidungsmacht drüber haben, aber dass wir eben tatsächlich gucken, ja, was würde es denn für Möglichkeiten eröffnen? Und die Frage ist ja, gibt es tatsächlich zumindest für einige Jobs eine Art von Zeit- und Ortssouveränität? Wenn ich das richtig gelesen habe, ist jetzt in den Niederlanden zum Beispiel ein Recht auf Telearbeit eingeführt worden. Also zu gucken, wie diese Flexibilisierung, die ja teilweise jetzt sehr einseitig von den Unternehmen genutzt wird, wie wir sozusagen durch eine Organisation und durch gezielte Aktion auch darauf hinwirkt, dass wir diesen Vorstoß, der bisher passiert hat und der in Richtung Prekarisierung gegangen ist, wieder zurückdreht. Weil wenn wir das auch nicht tun, sehe ich zumindest die Gefahr, dass es jetzt auch noch zu einer zweiten Prekarisierungswelle kommt. Ja. Wir hatten halt die erste mit jetzt irgendwie fast 25% Niedriglohnbereich. Aber die Frage ist ja, mit was motiviert man dann auch noch Leute, wenn es tatsächlich diese Generation Y geben sollte, ich weiß es nicht, die eben andere Motive haben, also die eben nicht unbedingt viel Geld verdienen wollen und ein Auto vor der Tür haben wollen. Also was sind da sozusagen auch für Leitbilder für ein zukünftiges Leben? Und da eben anzusetzen und zu gucken, wie man dann eben kollektiv auch zu einer Selbstbestimmung kommen kann. Weil wir wissen ja, dass in zumindest bestimmten Branchen ja immer noch die Meinung vorherrscht, also man könnte tatsächlich individuell eine Selbstbestimmung durchsetzen in bestimmten Arbeitsverhältnissen, aber wenn man eben sieht, wie sie sich entwickeln, auch im IT-Bereich, wo Solo-Selbstständigkeit zunimmt, wo man sich zunehmend in Konkurrenz sieht mit globalen anderen IT-Lern aus Indien, wie auch immer, die sehr gerne die Jobs annehmen, und das war ja auch so ein Hintergedanke von IBM, in Asien sollte eben, die Entwickler in Asien sollten eben mehr Jobs übernehmen und die teureren in den sogenannten noch Industrieländern, da wollte man eher Beschäftigung abbauen. Wenn man eben sieht, in welche Verhältnisse man dann kommt, wenn man vielleicht auch nicht kollektiv tätig wird, da denken wir, ist durchaus Potenzial, mit eben auch solchen Leitbildern dann auch zu motivieren, da sich in einem bestimmten Kampf nochmal zu begeben, um die Sache rumzudrehen. Ne? Also in eine Richtung, die wir halt gerne haben möchten. Vielleicht nochmal ganz kurz als letzte Frage an alle drei. Wenn dieses Verhältnis von Produktivität und prekärer oder zumindest pro Kopf gerechnet niedrigeren Lohnverhältnissen, wenn diese Tendenz sich so fortsetzt als das, was ich als Krise der Lohnarbeit bezeichnen würde, wäre es denn nicht auch für alle an dem Zeitpunkt nochmal über andere gesellschaftliche Finanzierungsmodelle nachzudenken jenseits der Lohnarbeit? Also ich weiß nicht, in der deutschen Debatte hat vor 2 Jahren haben Leute aus dem IT-Bereich Kurz und Riga arbeitsfrei veröffentlicht und das mit einem Plädoyer verbunden, Produktivität Computer zu besteuern und daraus gesellschaftliche, öffentliche Dienstleistungen Commons zu finanzieren. Also so eine Art Produktivitätssteuer, eine Computersteuer, was ja schon ein sehr radikaler Schritt wäre. Da gibt es auch noch andere Debatten in der Linken, die es in der Gewerkschaft, die eben berufen ist, Lohnarbeit zu verwalten, möglichst demokratisch und fortschrittlich, aber doch auf Lohnarbeit fixiert ist, immer wieder Schwierigkeiten. Ist das jetzt vielleicht ein Punkt, diese Debatte nochmal aufzugreifen zu Grundeinkommen oder anderen Finanzierungsmodellen? Also ich weiß nicht, wenn ich zuerst antworten darf, weil mir sofort erstmal ein Bereich einfällt, der zumindest in Verdi diskutiert wird, das ist der Bereich der Medien. Also Wolf hat es ja schon angesprochen, dass vielleicht die FAZ gar in der Zukunft verschwinden wird. Aber was wir eben feststellen mit der Digitalisierung, dass es tatsächlich in der Presse
zu einer Vereinseitigung teilweise geführt hat. Und die Frage ist ja tatsächlich, wenn man das irgendwie als ein wichtiges Medium in der Demokratie empfindet, tatsächlich noch zu recherchieren und eine Informationsvielfalt zu haben, eine Debatte in Gang zu bringen, dann wäre es ja durchaus möglich, auch über Stiftungsmodelle oder andere Finanzierungsmodelle nachzudenken. Es gibt zwar tatsächlich angeblich sogar im Medienbereich inzwischen neue Modelle, die auch online funktionieren. Und also in Frankreich gibt es ein Beispiel, was tatsächlich gut funktioniert, noch auf privatwirtschaftlicher Basis. Nichtsdestotrotz muss man eben gucken, was sind eben vielleicht auch, das meinte ich auch mit gesellschaftlich notwendigen Dienstleistungen, Dienstleistungen, auf die wir nicht für eine Demokratie verzichten können und wollen und sollten und wo man sich andere Finanzierungsmöglichkeiten überlegen könnte. Vielleicht Wolfgang, Ursula zur Frage alternative Einkommensgrundsicherungsmodelle. Ja, also es gibt das ja, es gibt einen geradezu wuchernden Bereich von Notlösungsversuchen. Aber das sind Notlösungsversuche. Das sind sozusagen durch die Umstände erzwungene Emigrationen in Nischen. Das kann nicht sozusagen der generelle Weg sein. Das ist so ein selbstorganisiertes rotes Kreuz für das, was für das Kreuz der Gesellschaft, die nämlich die noch weiterhin darauf beharrt, die Teilnahme an den Lebensbedingungen abhängig zu machen von der Teilnahme an Lohnarbeit und gleichzeitig die Lohnarbeit nicht mehr für ihre Mitglieder gewährleisten kann. Das ist das Kreuz der Gesellschaft. Und wie gesagt, da gibt es schon viele. Jetzt die alternative Möglichkeit, ja schön, der Kampf ist, glaube ich, verloren worden. Das haben ja die Grünen damals gefordert, die Maschinen zu besteuern und nicht die Arbeit. Also die Steuer auf eingesetzte Arbeit zu streichen und zu ersetzen durch Steuer auf eingesetzte Maschinen. Dieser Kampf ist verloren und ich glaube, der ist epochal verloren. Denn alles das, worüber wir jetzt sprechen, hat inzwischen zu einer unendlichen Potenzierung des Investkapitalsanteils am Arbeitsplatz geführt. Unendlich nicht, aber eine enorme. Und was jetzt gerade vorgeht, wird wieder so sein. Nicht? VW zum Beispiel, die ihr neues Karosseriewerk mit 1000 Robotern bestücken, bei 1500 Arbeitsplätzen. Das schlägt sich nachher nieder in einer erhöhten Kapitalintensität pro Arbeitsplatz, kann man vielleicht so sagen. Also das ist, ich glaube, ja, abstrakt, es ging, aber es geht nicht, wie unser Drucker zu sagen pflegte. Die Idee, ja, aber ich glaube, das ist verloren. Dann müsste man lieber... Und was ansonsten, Nadine, stimme ich natürlich zu. Wieso sollten wir einen Widerstand gegen Digitalisierung als solche haben? Aber wir müssen den Widerstand konzentrieren auf den Filter, an dem sich die Machtverhältnisse auf diesem Globus entscheiden. Und es ist vielleicht schon zu spät dafür. Es ist jedenfalls 5:05. Der Totalitarismus schließt sich auf diesem Sektor, auf dieser Ebene, wenn wir nicht aufpassen. Ist wirklich 5:12. Aber die Kämpfe müssen doch da drauf. Bloß wie? Also. Vielleicht noch ganz kurz, letztes Statement, Ursula. Die Debatte um Grundsicherung wird oft als eine sehr deutsche Debatte betrachtet. Hat das in euren Diskussionen eine Rolle gespielt? Teilst du da die Einschätzung von Wolfgang? Alternative Einkommensmodelle jenseits von klassischer Lohnarbeit? I'm actually quite involved in these discussions in the UK because I'm a trustee of a thing called the Citizens Income Trust. But I have to say, there are two very big problems with the idea of an unconditional citizens income. It seems to me it's a very good idea that every man, woman, and child, particularly children, because that makes it redistributive towards families with children, should get a basic income from the state. Unconditionally. I think that's fantastic. I think there are two problems with it, political problems with it. One is that you have to decide who's a citizen, and it's perhaps no complete accident that there is this quite a strong contradiction. If you look at European national policies, is that the stronger the welfare state, the more
carefully police the borders. I look at Denmark, which has probably the most racist immigration policy in Europe, protecting probably one of the best welfare states. So there is a real problem around immigration and what rights immigrants have. So that's problem number one. Problem number two is that there is a sense in which giving everybody a citizen's income is going kind of with the grain of marketization and of neoliberalism. It's supported by a lot of corporations in California, for instance, as an idea. And the reason is that if you just decide to give everybody cash, then the corollary of that is they buy it in the market. And what you end up doing is eroding collectively provided services that are provided collectively, that are democratically organized by groups of citizens. So it seems to me that we should not be demanding a citizen's income unless that demand is closely linked, firstly, to non-racist immigration policies, and secondly, to collectively provided services which are kept in the public sector and which are not outsourced to the private sector. And it seems to me you cannot, if you de-link those demands, you are running big political risks of producing unintended consequences. So, and that brings me to one more point, if I may, which is one of the things that these debates opens up very critically, is the relationship between the national state and global companies. Because one of the things that's happened through these neoliberal regimes since about 92, really, the World Trade Organization and all that, is we've got a very free flow of capital around the world, a free flow of intellectual property, a dominance of global corporations, and a change in the role of the state. A lot of things being pushed up to supranational organizations like the WTO, the World Bank, the IMF, and now this, if it goes through this horrible TTIP, which is going to do terrible things. But the point is that are not the organizations at the supranational level which can do what nation states have done historically in relation to capital, and that produces new contradictions. One of the things, for instance, that strong states like the United States were able to do up until the middle of the 20th century was control monopolies, antitrust laws. They could stop monopolies actually getting out of hand, because it's actually in the interest of capitalists themselves to have competition. And that's gone. There is no body at a global level that can do that anymore. You know, the European Commission, bless its little heart, has tried with Microsoft and Google, and, you know, it has no teeth, it can't do it. Another important role that the state has played in relation to capital, historically, has been to tax it. Nation states can no longer do that. Global corporations have head offices which behave rather like banks in relation to the rest of the company. And they sit in Barbados or in Liechtenstein or wherever. They sit in tax havens. And so that relationship between the states and the companies has fundamentally shifted. And if this TTIP goes through in Europe, this secretly negotiated deal that's going on right now, nation states are going to lose a lot of their powers just to make decisions about what they want to tax, what they don't want to tax, what industries they want to subsidize or not subsidize, what regulations they want to bring in to protect labor or to protect consumers. All these things are going to be decided by global corporations sitting in California or wherever. And so there's a real crisis for the legitimacy of the democratic government, if you like, in Europe going on right now. And here we are, Die Linke. I don't know what Die Linke is doing about this, but boy, I hope it's something. Ja, ich fand diesen letzten Punkt interessant, weil wir natürlich irgendwie sowohl in den USA als natürlich auch in der europäischen Linken immer eine sehr staatskritische, libertäre Grundhaltung haben. Auf der anderen Seite sehen wir aktuelles Beispiel, was vielleicht an dich anschließt, die Überlegungen, Projektüberlegungen von Google zu sagen, wir schaffen einfach extraterritoriale Städte auf dem Meer, technisch möglich, um uns auch noch den letzten Regulierungsansätzen in den USA zu entziehen. Also diese Tendenz hin um dieses Stichwort,
Global Stateless Governance, wo sozusagen die wirklichen Multiplayer ohne größere demokratische, das heißt staatliche Verpflichtungen und Belastungen agieren können, ist, glaube ich, eins von den ideologischen Momenten, die du, Wolfgang, am Anfang mal angesprochen hattest, ne? Dass es auch eine ideologische Tendenz hin zu so einem Totalitarismus geht. Interessante Widersprüche, aber wir sind jetzt schon wieder in so einer perspektivlosen Debatte drin, wo wir ganz schnell begründen können, was alles schon gescheitert ist und warum was nicht funktioniert. Aus dem gewerkschaftlichen Alltag habt ihr dann positive Organisationserfahrungen genau in einem digitalisierten Cyber-Terriot-Bereich? Also wenn ich richtig informiert bin, ist ja über oder zumindest ein Teil davon im März tatsächlich dann doch verboten worden. Also sozusagen der Versuch, bestimmte Gesetze in Deutschland zu umgehen, also auch Personenbeförderungsgesetz, also auch Gesetz zum Verbraucherschutz, geht noch nicht so ganz, sagen wir mal, widerspruchslos durch. Also da gibt es sozusagen zumindest jetzt noch Institutionen, die sowas verhindern können. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich damit auseinandersetzen, dass die Tendenz da ist, wie eben auch bei Helpling, du hast ja die ganzen Plattformen genannt, die tatsächlich in Drittländern sitzen, keine Steuern bezahlen müssen, die also Arbeitsverhältnisse schaffen, die noch fast schlechter als im Prinzip eine normale Solo-Selbstständigkeit sind, wo man wenigstens vielleicht noch einen Werkhonorarvertrag hat, weil da nur die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten und wenn die eben ihren Sitz im Ausland haben, hat man da erstmal kaum rechtliche Handhabe, also außer sie verletzen tatsächlich grundsätzlich Gesetze. Und hier ist die Frage, wie wir eben politisch, also einerseits durch einen Druck von Mitgliedern oder auch anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen, mit denen wir uns verbinden, aufbauen können, um sozusagen nicht nur auf politischer Ebene hier, sondern tatsächlich auf europäischer Ebene etwas durchsetzen können. Und es ist nicht besonders einfach. Also man sieht es am Beispiel Beschäftigtendatenschutz. Wir wünschen uns schon seit längerem und treten dafür ein, dass es ein anständiges, modernisiertes Beschäftigtendatenschutzgesetz gibt. Also auch aufgrund neuer Phänomene wie beim Crowdsourcing, dass es eben diese Reputationssysteme gibt, wo die Pseudo-Beschäftigten, die Solo-Selbstständigen ja auch doch in einer Machtposition sind, wo sie sich vielleicht nicht freiwillig aussuchen können, ob sie jetzt auch persönliche Informationen preisgeben oder nicht, um den Auftrag zu bekommen. Und die Situation ist aber eben auch in Europa, dass man erstmal versucht zu harmonisieren. Und Deutschland hat noch sogar dann relativ, obwohl es veraltet ist, einen ganz guten Standard gegenüber den europäischen Nationen. Strategie ist jetzt erstmal, selbst wenn es zu einer Harmonisierung kommt und die eine Verschlechterung darstellt, dass man trotzdem die Möglichkeit schafft, dass die Einzelstaaten immer noch auch bessere Gesetze abschließen können. Aber Fakt ist einfach, dass auch die letzten Gesetzesvorlagen, die es gab dazu, eher eine Verschlechterung dargestellt hätten. Das heißt, es braucht wirklich einen politischen langen Atem und diese Verhandlungen mit TTIP macht es nicht einfacher. Also die würden auch bestimmte Sachen wieder zurückdrehen. Selbst was man sich mit einer digitalen Agenda auf europäischer Ebene vorstellt, wo es zumindest ja auch Überlegungen zu Qualifizierung und Kompetenzentwicklung gibt, die würden auch, wenn es dazu käme, so wie es bisher geplant ist, bestimmte Dinge zurückdrehen. Aber es gibt ja zumindest gerade in diesem Bereich einen großen Widerstand. Also es hat ja gerade erst letzte Woche nochmal große Demonstrationen gegeben. Die Hoffnung ist natürlich, dass man auch gerade an solchen Dingen so viel mobilisiert, wo man auch merkt, es gibt halt eine Gegenhaltung zu dieser Tendenz, überall Verschlechterungen einzuführen, also sozusagen Digitalisierung, wenn man es jetzt so nennen will, nicht für eine Verbesserung des Lebens zu nutzen, sondern genau umgekehrt, also eben zu dieser Totalisierung, aber auch, was man ja feststellt, im Prinzip zu einer Intensivierung von Arbeit, ne? Also eigentlich zu verschärften Ausbeutungsverhältnissen in dem Sinne, dass es einige gibt, die nur noch prekäre Arbeitsverhältnisse haben und andere, die halt eine super hohe Arbeitsintensität haben, ne? Und dann hat man eben Zunahme von psychischen Belastungen und diese ganzen Konsequenzen. Aber wir versuchen genau an diesen Themen, wo sich auch mobilisieren lässt oder wo wir die größten Probleme sehen, eben auch Durchschlagskraft zu bekommen. Und wir merken halt, dass das Thema zieht. Also es ist eben auch etwas, wo sich viele mobilisieren lassen, also die, weil sie eben tagtäglich genau mit dieser Digitalisierung zu tun haben und es im Prinzip nicht nur im Arbeitsalltag, sondern im Alltag generell für sie eine Rolle spielt. Und deswegen bin ich da optimistisch.
Nun sind wir ja hier nicht ein Gewerkschaftskongress, sondern ein Kongress ausgerufen von der Partei Die Linke. Und man muss sich mal klar machen, was ist eigentlich der Unterschied, was ist eigentlich die andere Perspektive, die eine solche Partei hat, solange sie eine solche Partei sein will, im Unterschied zur Gewerkschaft. Und das ist ein altes Thema der Arbeiterbewegung. Einige von euch werden sich erinnern, dass das schon in der ersten großen Phase der Arbeiterbewegung diskutiert worden ist. Dann kam Lenin, der hat seine Politik gegründet auf genau diesen Unterschied. Er musste gegen die Ökonomisten kämpfen. Die reduzierten sozusagen Politik auf Trade-Unionismus. Und da musste ein Konzept her, was ist eigentlich der Unterschied dazu einer sozialistischen Politik? Sein Vorbild, das er da in Was tun schildert, ist der Bebel. Warum? Weil er eine Art Volkstribun ist, weil er nämlich er und die Politik, für die er steht, die bündeln, sagt der Lenin, die bündeln die verschiedenen Fronten in einer Gesellschaft in eine Erzählung. So sagt er nicht. Also jedenfalls, die fassen das zusammen. Die stellen sich sozusagen das Problem in seinem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang, nicht beschränkt auf die Gewerkschaften, weil er auch schon wusste, und Rosa Luxemburg wusste es sehr scharf, dass die Gewerkschaften sehr begrenzt sind, sozusagen die sozialistischen Potenziale der Gewerkschaften sind mehr passiv als aktiv. Also das ist sehr begrenzt. Trade-Unionismus ist nicht Sozialismus, muss man sich klar machen. Was tun wir jetzt eigentlich? Was steht eigentlich für die Linke auf der Tagesordnung in diesen Fragen? Und da könnte man leider erstmal ist da jetzt sehr viel Fantasie und Erfindungsgabe gefragt für unsere Bundestagsfraktion, für Gesetzesinitiativen, für Initiativen, Untersuchungsausschüsse oder Expertenkommissionen einzusetzen und so weiter. Da wünschte man sich eine Offensive auf breiter Front, vielfältig, auch mit vielen Überraschungsangriffen auf die öffentliche Meinung. Und man wünschte sich, dass die Linke sich versteht als die Sachwalterin einer human, sozial verträglichen Gestaltung dieses Epochenübergangs, an dem wir gerade sind. Ja, das ist jetzt sehr, sehr allgemein. Man wünschte sich ferner, dass die Linke auf keinen Fall in Illusionen hier verfällt. Das betrifft etwa Illusionen, was für Wunderbarkeiten diese Wundererzählungen, was Digitalisierung alles Schönes in petto hat. Ja. Sie muss die Sachen realistisch sehen. Sie muss sie so sehen, mindestens das alles mit berücksichtigen, was Morozov in der ersten Veranstaltung angebracht hat. Sie muss nüchtern die Faktizität der Machtverhältnisse betrachten. Sonst, wenn sie sich selber täuscht durch solche schönen Geschichten, dann schafft sie die Enttäuschung von morgen. Also das müsste man wirklich machen. Und wir Linken, in der Linken, wir müssten uns vielleicht auch sagen, dass wir mit Yannis Varoufakis gestehen müssen. Und zu meiner Freude steht das ja in gewisser Weise in den Zukunftsthesen, die heute vorgestellt worden sind, dass wir uns, wenn wir Marxisten sind, als erratische Marxisten verstehen können. Das heißt, das könnte auf uns zukommen, so weit kommen, dass wir, solange wir nicht wirklich eine Alternative anbieten können, selbst in die Rolle kommen können, dass wir den Kapitalismus retten müssen, ja? Weil die Alternative schrecklicher wäre. Und also man wünscht sich hier eine Politik der Vielfalt und der Invention, um erstens mal in einer großen Beschreibung diese Epochenschwelle auf den Begriff zu bringen. Den Widerspruch zwischen Potenzialen und Realisierungsmöglichkeiten. Und die Punkte benennen, an denen Gesellschaft, ja vielleicht Politik überhaupt, von Demokratie ganz zu schweigen, sozusagen vor einer Existenzfrage stehen, wenn sie das nicht schaffen, da die Oberhand zurückzugewinnen. Ja, das ist alles sehr allgemein und ich würde sogar sagen, wie Rosa Luxemburg im Ersten Weltkrieg, es ist wieder ein Punkt erreicht, wo die Linke auf ihre Fahnen schreiben muss, die bürgerliche Kultur zu retten vor dem, was jetzt noch als Bourgeoisie da ist, falls es das überhaupt noch gibt. Der Ausdruck verliert eigentlich immer mehr an Sinn.
Also man muss sich das überlegen. Dazu gehört vor allem die bürgerliche Aufklärung, wie ich das vorhin schon sagte, deren Grundlagen gerade abgeschafft werden. Den Humanismus verteidigen. Ja, da geht um sehr viel mehr, der Subjektbegriff. Die Sonderstellung von Menschen gegenüber Dingen. Die Nicht-Gleichschaltung von Menschen in einem Netzwerkkonzept mit den Werkzeugen, die sie benutzen. Das Parlament des Käsebrots mit dir. Du berätst mit einer Bettdecke. Ich muss da gibt es Unterschiede. Ja? Zwei Dinge faktisch das ist einfach. Jetzt, das ist die Akteur-Netzwerk-Theorie. Ja? Ja. Das ist einer der Exponenten, der hat den Unzeitpreis gekriegt und dann noch den viel höheren Preis und am Nobelpreis den Holberg-Preis. Das heißt, das wird herrschende, schickt sich an, herrschende Ideologie zu werden, weil es nämlich den Blick sozusagen von oben mit dem Netzwerk-Konzept, wie heißt das nochmal bei VW, was lassen Sie laufen, bevor Sie die neue Installation in Gang setzen? Der Ghost Run, Ghost Run. Ghost Run. Im Ghost Run sind alle Wirkelemente dieser neuen Karosseriebaufabrik sind miteinander vernetzt und genauso die Dinge wie die Menschen. Und das ist sozusagen die harte Grundlage einer völlig Neufassung, für Linke überraschenden Neufassung von Ideologie. Ja, die zieht uns den Boden weg. Ja. Also vielleicht, um es nochmal nachzutragen, weil du jetzt auf zwei Fakten referiert hast, die hier nicht alle kennen. Das eine ist Jewgeni Morozov, der jetzt kürzlich und immer nachdrücklicher auch öffentlich dafür plädiert hat, überhaupt diese ganzen Kommunikationsinfrastrukturen, Nadine hatte das Beispiel Zeitung, Presse, bürgerliche Presse, Massenmedien genannt, überhaupt die ganzen Kommunikationsinfrastrukturen, die Grundlage von diesem nächsten Schritt an technischer Modernisierung sind, die unter öffentliches Eigentum zu stellen. Was ja schon mal ein interessantes Plädoyer war. Er verweist unter anderem auf die Genese 90er Jahre, wo das Internet als ein öffentliches Medium, teilweise militärisch, teilweise Hochschulbereich, entstanden ist und die Aneignung, Kommodifizierung erst später eingesetzt hat. Das war das eine Argument. Und das andere Argument ist sozusagen die Debatte um eine Konkurrenz innerhalb der neuen digitalen Ideologiedebatte zwischen genau humanistischen und egalitären Ansätzen und dem, was unter transhumaner Ideologie läuft, also den Menschen als solchen zu relativieren. Aber gut, wir sind kurz vor 9. Ich denke, Sie haben eine ganze Menge an Anregungen und Input bekommen. Vielleicht nutzen wir die nächste Zeit einfach mal für Statements, Fragen. Wenn Sie die Fragen stellen, bitte persönlich adressieren, so Sie das können. Und nochmal kurz, bitte, dass die Mikrofone hier vorne benutzen, damit es in der Dokumentation drin sind. Sie haben die Kamera am Rücken, die Stimme läuft dann über Audio. Also bevor ich frage, würde ich erstmal darum bitten, dass die Leute wirklich ins Mikrofon sprechen. Sobald ihr euch zur Seite dreht, versteht man fast nichts mehr. Nun hat Malte ja schon darauf hingewiesen, wir sind ein bisschen am Thema, wie kann man das, was eigentlich zukünftig passieren wird, demokratisch mitgestalten, ein bisschen nicht drauf eingegangen. Ich würde vielleicht ein paar Anmerkungen machen, die Dirk Helbing in seinen Ausführungen zur digitalen Revolution mal gemacht hat. Nämlich einmal den Hinweis auf das Volkszählungsurteil der 80er Jahre geben, wo es ja auch darum ging, was können oder welche Mitbestimmungsrechte hat der Bürger in Deutschland, was seine persönlichen Daten angeht. Das war ja damals eigentlich recht revolutionäres Urteil, wenn man so will. Heute stellt sich allerdings die Frage, welche Möglichkeiten hat man noch, das in irgendeiner Art und Weise einzuklagen. Also im Grunde wird es ja tagtäglich bei jeder Aktion, die wir im Internet machen, gebrochen. Dann wäre natürlich die Frage, also Ursula hat das ja schön ausgeführt, diese, was Schumpeter kreative Zerstörung nannte, also die Jobs, die wir heute als selbstverständlich ansehen, die werden verschwinden, während an anderer Stelle irgendwo neue entstehen werden. Nadine hat ja schon gesagt, Gesundheitswesen als vermutlich der neue Wachstumsmarkt. Hier wäre natürlich die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, diese Periode der Umschulung beziehungsweise eben das Bildungswesen so zu gestalten, dass es möglichst reibungslos diesen Wandel
vollziehen kann, dass wir also nicht eine Periode haben, in der irgendwo 40-Jährige dann auf der Straße sitzen und 20 Jahre arbeitslos sind, weil sie irgendwann mal Maschinenbauer gelernt haben und nicht mehr in andere Sachen umgeschult werden können. Und als drittes auch eine Idee, die Dirk Helbing anbringt, die Frage, inwiefern ist es möglich, diese Verdatung des Sozialen, also indem ich also das Smartphone benutze und quasi meine persönlichen Daten irgendjemandem zur Verfügung stelle, das auch als Akt der Warenzirkulation zu begreifen, also analog zur Lohnarbeit, wo ich die wahre Arbeitskraft verkaufe, in dem Fall eben die wahre persönliche Daten, ne, verkaufen und ich also dann als Internetbenutzer, als Smartphone-Benutzer nicht mehr der Kunde bin, sondern im Prinzip die Produktionskraft, die dafür Geld bekommt, anstatt es zu bezahlen. Ein paar ganz kurze Anmerkungen machen. Das eine ist, also was ich so ein bisschen vermisse, ist bei der Betrachtung von Digitalisierung der Arbeit, dass man nochmal etwas klar rausstellt, was ich zumindest für wesentlich halte. Also alle ökonomischen Klassiker, die die Arbeitsweltlehre vertreten, sagen, dass also Maschinen keinen Wert produzieren, sie geben ihn nur weiter. Und ich würde behaupten, bei Software ist es dasselbe. Und das ist der zweite Punkt, wenn wir nicht in der Lage sind, jemanden, der Programmiertätigkeiten ausübt, wirklich auch als das zu begreifen, was man früher als Arbeiter gesehen hat, dann haben wir einfach eine sehr fordistische Vorstellung von Arbeit. Und dann hängen wir also mit unseren Analysekategorien der Gegenwart hinterher. Und das wäre für die Linke, glaube ich, ganz fatal. Ich möchte auch sagen, ich fand das Podium, also in der letzten Runde war es dann besser, aber bis dahin fand ich es ehrlich ein bisschen zu dystopisch. Ich hätte mir gewünscht, dass klar gesagt wird, jeder Schritt der Automatisierung kann eigentlich auch als begrüßenswert empfunden werden, dass es immer Kapazitäten, die geschaffen werden, sind auch für Arbeitszeitverkürzung. Dass das im Moment nicht so ist, weiß ich auch, aber das ist eben ein Verteilungsproblem und davon haben wir ja nicht zu wenige im Kapitalismus. Aber ich möchte, dass wir da auch begreifen, welcher emanzipatorische Charakter darin steckt, wenn wir uns immer mehr von Arbeitsprozessen auch freimachen könnten. Zum Schluss noch, also gestern ist schon gesagt worden, Facebook, das ist politische Verdummung und ich möchte fragen, also war das denn beim Fernsehen besser? Also ich würde behaupten, nein, aber ich habe auch in den 50er Jahren nicht unbedingt regelmäßig Fernsehen geguckt, dazu bin ich zu jung und ich glaube auch bei Zeitungen ist es nicht unbedingt besser, also ich glaube auch Zeitungen kann man zu einem Großteil vorwerfen, dass es, also ich meine, die bekannteste Zeitung ist ja die Bild-Zeitung, das wird auch kein Bildungsprogramm sein. Und ich finde aber, es gibt einen wesentlichen Unterschied, den wir bedenken sollten. Und es ist kritisch, wenn ich das richtig verstanden habe, von Ursula rausgestellt worden, dass sozusagen man nicht weiß, was hinter dem Rücken passiert von diesen sozialen Netzwerken und dass die Leute sozusagen auch entfremdet sind von den Inhalten, die sie da konsumieren und teilen. Aber die Leute können den Inhalt zu einem gewissen Teil selber mitbestimmen. Und das unterscheidet dieses Medium vom Fernsehen und das unterscheidet sie auch von Zeitungen, wo sie nicht selber drin schreiben können. Also dieses berühmte Zitat, Meinungsfreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Menschen, zu veröffentlichen, was sie gerade denken. Und abschließend möchte ich noch sagen, was leider gar nicht zur Sprache gekommen ist, nämlich das Gebiet Open Source, also dass eben nicht versteckt ist, wie das Ganze funktioniert, sondern offen liegt. Die technische Schwelle, das zu begreifen und zu kontrollieren, ist enorm, aber das Potenzial ist an sich da. Und das fände ich eigentlich wichtig zu diskutieren, dass man auch stärker den Fokus darauf legt, welche Emanzipationspotenziale stecken auch in der technischen Entwicklung, die uns heute begegnet. Ja, Thomas Frischkorn, ich bin selber ehrenamtlicher Verdi-Funktionär im IT-Bereich und ich möchte nochmal auf das Thema Cloudworking kommen. Also Verdi hat da einen sehr schönen Film gemacht. Wer sich mal so den Worst Case der Auswirkungen da angucken soll, muss mal bei YouTube Klaus der Cloudworker eingeben. Auch wenn ich jetzt gehört habe, was ich mir gedacht habe, dass das nicht so schnell geht bei IBM, aber das haben sie sich vorgestellt. Der Film ist aber trotzdem gut. Ja, der Film ist super. Aber wie ich den Film zum ersten Mal gedacht habe, war sofort meine Überlegung, wie sieht Streik, wie sieht Klassenkampf in der Cloud aus? Ja? Und die meisten Kollegen bei mir sagen immer, für Streik brauchst du den Betrieb. Und ich glaube das nicht ganz, sondern ich sage, die Menschen, die da in der Cloud arbeiten, sind Spezialisten, sich zu vernetzen.
So, und dann ist die Frage, wie geht Gewerkschaft damit um? Und die Kontaktstelle zwischen der Organisation und dem Mitglied ist ja der Vertrauensmann. Und wir denken momentan über das Konzept VL 2.0 nach. Das heißt, wie virtualisieren wir das, was wir momentan als Gewerkschaftsarbeit haben, damit wir diese Leute irgendwann haben, damit diese Leute dann in einem Netzwerk entscheiden und in dieser Woche nehmen wir von IBM mal keinen Auftrag an. Mal sehen, was dann los ist. Und Wolfgang, nochmal zu dir. Ich gebe dir ja recht, dass Gewerkschaften haben nicht die Funktion der Gesellschaftsumwandlung. Aber ich denke schon, dass wir dafür kämpfen müssten, dass Gewerkschaften, also ich habe als Gewerkschaftsjugendlicher Jugendlehrgänge besucht und da habe ich Dinge gelernt, die waren ganz spannend, von Widerspruch von Kapital und Arbeit und Mehrwert und sonst irgendwas. Und wenn ich vor allen Dingen im Fachbereich 9 von Verdi diese Begriffe nehme, werde ich angeguckt und dann denken sie immer, gleich erzählt er vom Krieg oder so ähnliches. Also da ist ganz viel verloren gegangen, was wir jetzt ganz dringend brauchten, gewerkschaftlich, um die jetzige gesellschaftliche Situation zu analysieren und Maßnahmen zu ergreifen. Und dafür müssen wir auch kämpfen. Um mal zu den konkreten Handlungsmöglichkeiten zu kommen, was wir als Partei vor allen Dingen auch machen können. Das ist mir heute Abend ein bisschen zu kurz gekommen, was daran liegt, an der Besetzung des Podiums liegen mag, da wir keine Juristen haben. Aber wir müssen ins Betriebsverfassungsrecht rein. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt im Hinblick auf die Digitalisierung und die Sachen, die genannt wurden, diese Entwicklung Crowdsourcing, Cloudworking und so weiter. Diese Dinge werden zum Beispiel bei der Arbeitszeit, es wird ganz entscheidend beeinflusst. Die Arbeitszeitmitbestimmung ist ein zentrales Thema der Mitbestimmung. Und wenn dann Menschen von zu Hause oder von wo auch immer sozusagen diese Crowd-Beiträge machen und sozusagen über Internet und was auch immer zu Hause aus dem Café oder wo auch immer ihren Beitrag zusteuern, wo bleibt dann sozusagen diese Mitbestimmung? Und wie diese ganzen Prozesse laufen werden, ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Mitbestimmung am Ende, der Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Wir haben ein Betriebsverfassungsgesetz, was irgendwann in den 50er Jahren entstanden ist und auf die damaligen Verhältnisse zugeschnitten war. Und Veränderungen es gab marginale Veränderungen in den 70er Jahren, in 2001. Daher müssen wir uns gerade als Partei, wir können nicht hingehen und sagen, wir können sozusagen die einzelnen Prozesse im Detail gestalten oder gar irgendwelche Forderungen stellen, wie Digitalisierung ablaufen sollte im Detail. Das ist dann Sache der Gewerkschaften, der Betriebsräte und auch der Belegschaften, sozusagen das mit den Arbeitgebern zu verhandeln und da auch entsprechend Druck zu machen, dass das in unserem, also auch im Sinne der Belegschaften abläuft. Was wir als Partei machen müssen und vielleicht auch die Rechtsabteilung der Gewerkschaften oder die rechtspolitischen Abteilungen, ist sozusagen da Vorschläge zu entwickeln, wie wir Mitbestimmung, ich meine, Co-Determination, also nicht Involvement, wie es oft übersetzt wird, sondern wirklich Co-Determination, also wirklich Mitbestimmung, wie wir da zu einer Erweiterung der Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten bei Betriebsänderungen kommen können, damit die entsprechenden Kräfteverhältnisse da sind, damit diese Entwicklung auch so gestaltet werden kann, wie wir uns das vorstellen können. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Matthias W. Birkwald, ich komme aus Köln und bin rentenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag und möchte einsteigen mit der Bemerkung, die Gewerkschaften sind sicherlich nicht alles auf dem Weg zum Sozialismus, aber ohne die Gewerkschaften ist das alles nichts. Und dann würde ich gerne Bezug nehmen zunächst auf die FAZ-Lektüre von Wolfgang, dahingehend, dass man immer wieder liest und hört, und das war auch auf der von Nadine angesprochenen Veranstaltung vom BMAS der Fall, dass die Rationalisierungs- und die Produktivitätsgewinne durch Industrie 4.0 und durch Arbeiten 4.0 in den nächsten Jahren Millionen von Jobs vernichten werden. Das ist die eine Seite der Medaille. Wolfgang hat es kurz angesprochen. Es wird dann durchaus gesagt, naja, das kann auch Vorteile haben. Und ganz nach dem Motto, realistisch analysieren und schauen, was die Linke aus den Potenzialen auch von Digitalisierung machen kann, möchte ich jetzt gerne den Blick darauf mal werfen. Wie viele Jahre haben wir alle gehört, na, wir werden immer älter, wir werden immer weniger und weil das so ist, müssen wir unbedingt alle länger arbeiten. Zunächst bis 67 und jetzt wird aber schon die Rente erst ab 70 diskutiert. Deswegen will ich mal fragen, ob es nicht sinnvoll ist, jetzt auch von linker Seite aus zu befördern, zwei Dinge. Erstens,
den Kampf gegen die Rente erst ab 67 wieder zu intensivieren und zweitens Forschung der Rosa-Luxemburg-Stiftung beispielsweise zu generieren, wie viel Potenzial an Jobs denn da drin steckt. Denn wenn wirklich von den 6,5 Millionen Babyboomern, die in den Jahren von 2020 bis 2050 in die Rente gehen werden, und das wird genau die Phase sein, 3 Millionen sowieso keine Jobs mehr kriegen, dann ist das ein großes und starkes Argument gegen diesen marktradikalen Unsinn, dass wir alle länger arbeiten müssten, was die Lebensarbeitszeit angeht. Also von daher steckt da auch linkes Potenzial dran an der Stelle. Dann hat es eben einer meiner Vorredner schon angesprochen. Ich finde, wir müssen auch als Linke den Gewerkschaften wieder mehr auf die Füße treten, was das Thema Arbeitszeitverkürzung angeht. Und hier meine ich nicht nur die Lebensarbeitszeitverkürzung, sondern die tägliche und die Wochenarbeitszeitverkürzung. Nicht zuletzt, um auch zwischen den Geschlechtern die Arbeiten gerechter zu verteilen, um Zeit zu gewinnen. Manche werden Sie, Wolfgang, vielleicht für iPhones verwenden, andere werden vielleicht ein anständiges Buch lesen. Und um an der Stelle gleichzeitig für die Beschäftigten Lebensqualität zu finden und dafür zu sorgen, dass Menschen nach wie vor auch im Alter und während der Erwerbsphase ein genügend großes Einkommen bekommen können. Wenn ich nämlich höre, dass Clickworker Stundenlöhne von 1 bis 2 US-Dollar oder 2 Euro in der Stunde haben, dann wird mir ganz schlecht und ich weiß auch überhaupt nicht, wie man damit soziale Sicherungssysteme auch nur annähernd aufrechterhalten kann. Deswegen meine Frage, Kampf gegen Lebensarbeitszeitverlängerung und Intensivierung des Kampfes für Arbeitszeitverkürzung, wie ihr das einschätzt und ob es da noch Chancen gibt für ein Wiedererstarken des Kampfes für die Verkürzung und für die Verlängerung der Lebenszeit, des Blutes, wie hast du das vorhin so schön genannt, des Blutes des Lebens. Dankeschön. Gut, ich sehe jetzt erstmal keine weitere unmittelbare Wortmeldung. Alex. Geht das? Ja. Mich würde das interessieren. Es richtet sich, glaube ich, insbesondere an Wolf, aber alle haben, glaube ich, die Kompetenz und deswegen weiß ich nicht. Nach der Lektüre eines Artikels in der Süddeutschen, einer Frau, die Softwareentwicklung macht fürs Militär und die sagt für sie, und das ist ja deine Diagnose, der Totalitarismus sich selbst steuernder und selbst programmierender Maschinen steht praktisch kurz davor und sie selbst ist an der Entwicklung dieser Maschinen beteiligt. Und dann habe ich mich gefragt, weil Mercedes ja vor dieser Frage steht jetzt, der ethischen Entscheidung bei sich selbst steuernden Autos, was wird in den Algorithmus eingegeben? Wie soll das Auto in einer kritischen Situation reagieren? Das Kind überfahren oder den Fahrer verletzen? Ja, das ist sozusagen die ethische Frage. Gibt es die Möglichkeit, aus eurer Sicht zur Demokratisierung der Algorithmen zu kommen? Weil das ist ja möglicherweise der logische Schritt, auf den man hinarbeiten muss. Also sozusagen die Kontrolleure derer, die diese Maschinen programmieren und das heißt auch die Algorithmen für die automatisierten Maschinen entwickeln. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt, der mich interessiert, weil ihr jetzt an dieser Frage schnell einig wart, was den Transhumanismus anbelangt. Und ich finde, vielleicht noch mal einen Schritt zurück zur Erinnerung an die Überlegung von Donna Haraway zu den Cyborgs. Und das würde mich mal nochmal interessieren, weil im Anschluss an Donna Haraway hat ja Rosi Predotti jetzt vor kurzem ihr Buch über Posthumanismus vorgelegt, zu sagen, ja, ich gehe voll mit der digitalen Technologie, aber wir müssen auf dieser Basis neue Formen auch der Kritik entwickeln, die sie als posthumanistisch charakterisiert, weil sie sagt, na klar, wir sind ja in einer gewissen Weise alle auch eben Cyborgs, also in dieser Form auch prothetisch zusammengesetzt. Ja? Und das würde mich eben auch nochmal interessieren, ob wir, weil sonst ja die Frage, also ich bin ansonsten da auch der Meinung, dass wir viele Elemente der bürgerlichen Aufklärung bewahren und retten müssen und auch möglicherweise wirklich in die tragische Situation kommen, gegen mafiöse, korrupte, verbrecherische Formen der Kapitalbildung und Ausplünderung von Menschen, die Formalität von Kapitalverhältnissen zu sichern. Ne? Das war ja auch jetzt
dein Argument am Schluss, Wolf. Aber wo ich mich frage, also ob da nicht auch doch ein gewisses Potenzial drin liegt, über das man, also wo man sozusagen an diesem Punkt weiterdenken kann. Also um zu sagen, es gibt ja Versuche, auf dieser Grundlage doch aus irgendwie das kritisch auszuloten. Also sind aber wirklich jetzt ganz tastend gemeinte Fragen, also keine, nur, weil das wäre über das Betriebsverfassungsgesetz, wo ist der Kollege? Ja, es wäre sozusagen, soll man nicht ins Grundgesetz hineinschreiben, in die Grundartikel Widerstandsrecht zur Sabotage, Widerstandsrecht gegen die Sabotage von bestimmten Algorithmen, soll man nicht reinschreiben, dass Whistleblower systematisch das Recht haben, Algorithmen, Quellcodes offenzulegen, so wie Snowden, sodass man sagt, das sind die Helden der Moderne, ja, also oder dieses Typs von Moderne und daran auch Dinge weiterentwickeln. Dann reicht es, geht es über das Betriebsverfassungsgesetz vielleicht wirklich hinaus. Viele Fragen, einige Anregungen. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht rechts beginnen? Also ich wünschte mir, wir könnten jetzt sagen wir mal, eine kurze Pause machen und dann fangen wir nochmal an. Denn das ist eine fantastische Ausweitung der Diskussion, die eigentlich fällig ist. Nicht? Und der Alex hat völlig recht, da, das ist ja hier erst angetippt. Gerade die Frage des Posthumanismus und so, das wäre wirklich zu debattieren. Aber jetzt mal ganz kurz, Daimler scheint gerade zu überlegen, für Apple den iCar zu bauen. Das heißt, da schließt sich noch einmal etwas. Ja? Und ich weiß nicht, ob allen klar ist, was das bedeuten würde. Also das hieße, Apple ist sozusagen fürs Innenleben zuständig. Und Daimler darf die Hardware bauen. Das wäre es mehr oder weniger. Vielleicht kann mich da jemand korrigieren, das ist ein bisschen was anderes. Aber das wäre sehr schwierig. Ja, auf welchem Wege? An eine Kontrolle oder eine öffentliche Kontrollmöglichkeit für dieses Innenleben zu erzwingen. Gut, die Frage sollte man aufwerfen. Aber ich tue mich schwer damit, einen realen Weg zu finden, ja? Also in Gedanken jetzt, selbst ein bisschen als Utopie. Und was Donna Haraway angeht, und vielleicht sollte man auch dann sagen, auch Marge Piercy mit RCAs, wo dieser Cyborg der eigentliche Held eigentlich ist, in RCAs, das ist Ace da drin. Ich lese das eher, ich lese diese Theorien eher als eine Art Sinnbild für eine anzustoßende Reflexion. Wenn du jetzt sagst, wir sind doch alle irgendwie Cyborgs, dann würde ich doch ein bisschen protestieren. Gut, ich habe eine künstliche, ein Teil meines Auges ist, habe ich sogar einen Garantieschein für die Chemikalie, die dabei verwendet ist. Meine Geliebte benutzt Elektronik, um besser zu hören. Aber das ist kein Cyborg. Denn die Software, das, was mich innerlich umtreibt, wofür ich kämpfe, wonach es mich verlangt und so weiter, das ist eben nicht. Ja? Und da ist eine Grenze, das, was wir Subjekt nennen traditionell, mit dem, was wir Vernunft nennen, ausgestattet und Gewissen und so weiter, da ist wirklich eine Grenze. Und Posthumanismus hin und her, an dieser Grenze müssen wir auch kämpfen. Die müssen wir auch verteidigen. Ich denke, das ist auch Konsens zwischen uns. Ein Widerstandsrecht aber vorzuschlagen, an dieser Stelle, ja, wenn das durchkäme, im Bundestag, das wäre eigentlich fast schon die Revolution. Da müsste so viel erreicht werden, bis das möglich wäre. Wäre eine großartige Forderung. Warum nicht das in die Forderung einfach aufnehmen? Also das eine der Initiativen, der 100 Initiativen, die wir eigentlich blühen lassen müssten, eine Art Gegenoffensive startend, könnte das eine der Vorschläge sein, die vielleicht eine gewisse Diskussion bringen.
Ja, jetzt habe ich mich ganz mich auf dieses, auf diese, das ist natürlich klar, dass ich eigentlich leidenschaftlich gern diese Debatte führen würde. Ja. Also, und ich wünschte mir, dass diese Fragen in der Linken oder diese Debatte in der Linken gemeingut würde. Ja. Es drängt mich noch etwas zu sagen, wenn ich das darf, nochmal ein Motiv aufnehmen aus der Eröffnungsveranstaltung, was Frigga da eingebracht hat. Dazu möchte ich sagen, dass ich diese Zukunftsthesen ausgesprochen gut finde, viel besser als das Parteiprogramm. Und war ganz überrascht, dass so ein guter Text jetzt offenbar getragen wird. Das ist eine gute Sache. Es gibt einen Punkt, ja, es gibt ein paar Punkte, wo ich so ein bisschen gerne Diskussionen hätte, und einen Punkt, wo ich ziemliche Zweifel habe. Und das ist die Frage, sozusagen auf das Linke, die linke Fahne zu schreiben, die Aufhebung des Copyrights. Damit hängt ja zusammen, ich sage warum. Das Wort Copyright oder intellektuelle Eigentumsrechte ist eigentlich eine Mogelpackung. Weil wenn es ein Individuum etwas, zum Beispiel einen Roman schreibt und ein anderer veröffentlicht den unter seinem Namen, dann ist das offenbar Betrug, nicht wahr? Der hat ein Recht, dieses Individuum, darauf, und hat auch ein Recht, solange es überhaupt, solange man überhaupt im Tauschverhältnis sein Leben gewinnt, dieses Produkt in das Tauschverhältnis einzubringen. Aber in der Regel, das, was als Intellectual Property Rights so wichtig ist, das sind gar nicht die Rechte derer, die das hergestellt haben. Das sind nicht die Rechte der Erfinder, sondern das sind die Rechte des Kapitals, welches diese Erfinder im Lohn hatte. Das ist also ein ähnlicher Betrug wie die Legitimation des Eigentumsrechts. Bei Locke steht, das ist die Arbeit des Individuums selbst. Das begründet Eigentum an dem Produkt dieser Arbeit. Aber dann ist selbst bei Locke schon, also dem Urtheoretiker des Liberalismus, ist dann schon plötzlich ist ein Pferd mit drin. Das Pferd gehört dem, obwohl er es nicht erarbeitet hat. Und wenn das Pferd Gras frisst, gehört ihm auch dieses Gras. Und zuck, springt jetzt ein Diener ins Bild. Und es gehört dem Individuum auch, was sein Diener anfasst. Versteht ihr, was da ist? Und genau dieser Betrug, diese Mogelpackung, diese an der Wiege des Liberalismus gesungene Mogelpackung, die wiederholt sich grandios in Fragen des intellektuellen Eigentumsrechts. Eigentum ist nicht dasselbe, wenn du gearbeitet hast und hast etwas gemacht. Oder das, was wir jetzt die ganze Zeit diskutiert haben, das Kapitaleigentum, was aus fremder Arbeit gewonnen ist. Und das war vielleicht auch, ist auch vielleicht eine Missverständlichkeit immer gewesen der linken Politik, dass man die Aufhebung des Eigentums, des Privateigentums, so in dieser Pauschalität gefordert hat. Denn da haben alle die kleinen Leute gefürchtet um ihren silbernen Löffel. Und weiß der Kuckuck um etwas? Darum ging es überhaupt niemals. Es geht um an der einen Stelle, an der Ausbeutung die Quelle ist von einem Eigentum anderer Art, nämlich Kapitaleigentum. Ja, das ist der Punkt. Und das muss auch bei der Copyright-Frage da sein. Ich rede so engagiert, weil wir selber ja ein solches Produkt machen, also mit ein paar hundert Leuten zusammen, das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus, mit unendlichen Opfern, unendlichem Zeitaufwand. Und wir stehen unter Rechtfertigungszwang, dass wir 20 Cent nehmen für eine Spalte aus diesem Wörterbuch, wenn man die aus dem Internet herunterlädt. Versteht ihr? Und diese 20 Cent gehen nämlich rein in die Bestellung dieser, wir haben drei Leute, die bezahltermaßen dafür arbeiten. Und es sind jetzt 3,5. Und die hunderte anderen arbeiten umsonst. Und die Rosa-Luxemburg-Stiftung stellt uns vor die Alternative, entweder ihr verzichtet auf euer Eigentumsrecht. Also hört auf, ein Einkommen für dieses Projekt zu generieren, um eure Löhne zu zahlen, oder wir fördern euch nicht mehr. Das ist für uns ein existenzielles Problem, was uns zur Verzweiflung bringt. Nur ihr seht schon, das kann also richtig an die Existenz gehen.
Deswegen halte ich diesen Punkt für diskussionsbedürftig. Wer die Commons einrichtet, bevor die generellen Verhältnisse geändert sind, der enteignet die kleinen Leute noch einmal. Ist das deutlich? Ich könnte das ganz genau durchbuchstabieren. Wir haben leider eine kleine zeitliche Beschränkung. Ich glaube, Ursula hat auch noch ein paar Punkte, auf die sie reagieren wollte. Well, I'm going to try and keep it brief. There were some common themes in these very rich contributions that came from the floor. One is the positive and emancipatory potentials of these technologies and how we should think about that. And the other related to data, people donating their data voluntarily and being kind of citizen-generated big data and so on. And I wanted to really end with one example that wraps up a lot of these, that raises a lot of these contradictions in a particularly acute way. I mean, I think I should start by making the rather obvious point that all technologies are potentially contradictory. The telephone was introduced as a means for companies to organize, and it became a tool for organizing among workers. The strikes, there's an extraordinary wave of industrial action in China in the last 5 years, and the SMS message has been an absolutely critical tool for communicating, for getting solidarity with workers in Taiwan and Hong Kong and so on. So all these technologies are potentially, have positive uses for workers as well as negative ones. Just by requiring workers to have knowledge, the knowledge that workers have about how capitalism works is itself, if you like, a tool that they can use. But the example I wanted to use, because it raises for me a lot of these questions in a very acute way about is it a good thing, is it not a good thing? And that is that the future of health services, as they are currently perceived by a lot of the big international companies. And the idea is that they are already collecting this vast amount of data, all the, for instance, the records of the British National Health Service and the Russian Health Service. These are all being collected by international companies and analyzed. And there are also technologies that are developing very fast for taking your blood pressure through your app, Google Watch or whatever it is, and a very simple test so people can take their own blood tests. People can monitor themselves in very sophisticated ways. And there are also databases of DNA and so on. And the idea is that you will have on your iPhone a little app, and you wake up in the morning and you've got a pain in your chest and you click on your app and you identify yourself, assuming Alzheimer's is not your problem, and the app, it's got access to your records, but it's also got access to this enormous body of big data, so it can predict very accurately what is likely to be wrong with you. And it then says, look, you think you've got this. We recommend that you buy such and such a drug, and it's linked to the pharmacy company, and they've got your credit card on file, so you just go click, and the medicine will be delivered to you at home. So one part of you thinks, oh, well, isn't that great? Wouldn't this be fantastic? Lots of people in the world who don't have good access to doctors, who don't have good access to drugs, who don't have good diagnosis, isn't this a wonderful thing? And then you look at it the other way, and you think, what's going to happen to the employment of all the nurses and the doctors who you otherwise would have gone to see? Who's got access to all this incredibly personal data on you and your medical history and the medical history of your family? And it's not just what can be done with the data, it's also that it'll be linked with your insurance company, and you've also, it's got the pedometer that you're using that measures how much exercise you're taking, and the insurance company is going to say, well, it's your own fault, you had that heart attack, you haven't been taking the right exercise, we've been monitoring your diet, that's all wrong. You can imagine an incredible dystopian future. But you can also see lots of very positive things about such an app, in principle. So I leave you with that contradiction to dwell on. Genau, also das sind im Prinzip die Ambivalenzen, die ich vorhin meinte. Also Telemedizin als durchaus eine positive Entwicklung, gerade vielleicht in infrastrukturschwachen Gebieten. Und auf der anderen Seite die ganzen Daten, was macht man damit? Und Daten werden ja auch schon als die zukünftige Währung gehandelt. Aber erstmal bin ich froh, dass die ganzen Kollegen die Themen angesprochen haben. Bildung, Arbeitszeit,
Betriebsverfassungsgesetz. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Es ist auch alles hier drin. Ich habe es nur nicht heute erwähnt, weil ich irgendwie teilweise das Gefühl hatte, es wäre vielleicht nicht die Antwort auf die Antwort auf die Fragen gewesen. Aber jetzt sage ich doch noch mal kurz was dazu. Bei der Vorstellung ist ja auch schon dieser gute Arbeitbegriff ist nicht so gut über die Lippen gegangen. Ne? Aber was ist damit gemeint? Das ist ja im Prinzip ein neuer Ansatz zur Humanisierung der Arbeit. Die Humanisierung der Arbeit gab es in den 70ern. Hier gibt es einige Protagonisten im Raum, die damals eben Projekte gemacht haben. Okay, wie gestalten wir Arbeit in der Industrie vor allen Dingen bezüglich Lärm, Monotonie und so weiter und so fort. Wir haben jetzt mit diesem Projekt eine Initiative gestartet, also als dieser gute Arbeit-Ansatz entstanden ist, da stand bei dieser Humanisierung dieser Beteiligungsaspekt im Vordergrund. Das war damals in den Projekten bei den 70ern durchaus auch eine Realität, steht jetzt aber stärker am Vordergrund. Also sozusagen nochmal eine neue Herangehensweise, was Humanisierung eigentlich ist und wer sagt denn eigentlich, was gute und humane Arbeitsbedingungen sind. Also nicht mehr nur sozusagen Arbeitswissenschaftler, die das feststellen können, was weiß ich, wie viel Lärm ist jetzt eigentlich noch verträglich, sondern in einer interaktiven Arbeit, wo sind da denn beispielsweise Grenzen oder wie muss das gestaltet sein? Es stellt sich heute alles ein bisschen schwieriger dar. Deswegen ist auch eine Initiative von Verdi mitgewesen, eine Auflage jetzt eines neuen Arbeitsforschungsprogramms, was ja auch gerade erarbeitet wird, aber auch eines Dienstleistungsforschungsprogramms. Es gibt halt ein großes Rahmenprogramm, was ja letztes Jahr von der Bundesministerin Wanka auf den Weg gebracht wurde mit 1 Milliarde bis zum Jahr 2020. Das ist eine Aktion. Etwas anderes, was wir eben machen, das steht zum Beispiel auch schon hier drin und in den Leitlinien, dass wir irgendwie eine Arbeitsforschung brauchen. Was hier auch drin steht in Bezug auf Arbeitszeit, dass wir nicht auf, ein Recht auf Nichterreichbarkeit und Nichtverfügbarkeit haben wollen, also eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes. Weil wir haben ein Problem. Wir beschäftigen uns eigentlich schon seit mehreren Jahren in Verdi mit dem Thema Arbeitszeit. Wir haben aber das Problem, dass wir einschätzen, dass eine Verkürzung vielleicht nicht mehr ausreichend und durchsetzbar ist. Warum? Weil wir eben feststellen schon jetzt, wenn wir eine bestimmte festgelegte Arbeitszeit haben, dass die Mitbestimmungsträger es nicht mehr schaffen, die Leute dazu zu bringen, auch tatsächlich dann nach ihren, sagen wir jetzt mal 7,5 Stunden Schluss zu machen, sondern sie haben ja irgendwie Zielvereinbarung oder anderes und arbeiten halt trotzdem weiter. Und die Betriebsräte werden eben als eher Hemmschuh empfunden. Das heißt, man müsste irgendwie zu einer intelligenten Arbeitszeitpolitik kommen, die tatsächlich schon eine Verkürzung bedeutet, auch von Lebensarbeitszeit. Und es ist auf jeden Fall eine Verteilungsfrage und das diskutieren wir auch im Rahmen von, wie verteilt man jetzt überhaupt Arbeit und Beschäftigung. Aber die Lösung ist halt nicht ganz so einfach. Aber sozusagen, das ist etwas, was wir auf jeden Fall wollen, diskutieren. Erstmal im Rahmen eben auch Recht auf Nichterreichbarkeit und Nichtverfügbarkeit, weil wir auch merken, dass mit diesen neuen Geräten und so einer bestimmten Entgrenzung von Arbeit es auch vermehrt wieder zu unbezahlter Arbeit kommt. Weil die Leute, wenn sie nach Feierabend eben doch nochmal ans Smartphone gehen oder wie auch immer, das wird auch nicht aufgeschrieben und meist nicht als Arbeitszeit gezählt. Also da gibt es, das ist halt ein weites Feld, würde ich jetzt mal sagen. Und genauso sieht es mit dem Betriebsverfassungsgesetz aus. Wir wollen eine Modernisierung. Wir wollen in bestimmten Bereichen eine Mitbestimmung haben, was eben Crowdsourcing oder Outsourcing betrifft, weil derzeit passiert das nicht. Und wenn Solo-Selbstständige zunehmen und die sozusagen nicht unter das Mitbestimmungsgesetz fallen, was machen wir dann mit denen? Also auch ein weites Feld, kümmern wir uns drum. Dann hat der Kollege noch genannt Bildung. Da ist es auch so, dass wir eine Modernisierung brauchen. Wir brauchen das aber auf allen Ebenen, also Aus- wie Weiterbildung. Wir brauchen teilweise neue Berufsbilder und die finden sich nicht mal so schnell. Das muss aber erarbeitet werden. Wir diskutieren auch ein Recht auf Weiterbildung. Da ist jetzt auch die Frage, wie gestaltet man Finanzierung oder auch das Problem, dass in vielen oder in einigen Firmen teilweise zwar das Recht auf Weiterbildung besteht, aber die gar keine Zeit haben, diese Weiterbildung in Anspruch zu nehmen. Aber auch das Problem, dass du das ja permanent jetzt brauchst, also weil du eben eine Beschleunigung hast, einfach viele Veränderungen, nicht nur was eben technische Innovationen betrifft, sondern auch Prozessinnovationen. Und jetzt vielleicht noch das Letzte. Natürlich wollen wir eine Demokratisierung von Algorithmen und das meinte ich ja mit diesen sozialen Innovationen, dass sozusagen schon in der Technikentwicklung selbst
Beschäftigte wie auch Anwender beteiligt sind. Und das passiert ja teilweise in diesen Open-Source-Projekten. Ich hatte halt vorhin nur Open Innovation genannt, die sich ja von Open Source ableitet. Aber da ist eben auch tatsächlich die Frage, also es gibt ja durchaus Projekte, was wir auch vertreten, dass es eine gute Idee ist, in öffentlichen Verwaltungen solche Software zu nutzen. Einmal, weil sie transparent ist und andererseits spart man ja, je nachdem, durchaus vielleicht auch Kosten. Es macht sich zumindest nicht von einem großen privatwirtschaftlichen Unternehmen abhängig oder so. Also das bedeutet, wir gucken schon, dass wir vieles angehen, was jetzt die Organisierung der Cloudworker und Crowdsourcer oder ja, Crowdworker sagt man auch bei uns betrifft. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben ja in Verdi schon länger Erfahrung mit der Organisation von Selbstständigen, weil diese Entwicklung ist ja im Medienbereich eigentlich schon viel weiter fortgeschritten als im IT-Bereich. Zumindest nach einer Studie von der ZEW ist es so, dass im Medienbereich zumindest schon 9% über Crowdworking nachdenken oder es schon realisiert haben. Im Softwarebereich waren es, im IT-Softwarebereich waren es glaube ich 5%. Und da gibt es ja das Mediafon, so eine Plattform, und wir haben letzte Woche so eine Plattform freigeschalten für Crowdworker. Das passiert natürlich erstmal viel zur Beratung, aber eben auch Vernetzung und solche Sachen. Aber nachdenken muss man natürlich da auch nochmal, inwiefern man sowas eben auch mehr globalisieren, internationalisieren kann. Also bei einigen bestimmten eher global aufgestellten Unternehmen wie IBM funktioniert es ja teilweise schon. Also eine Organisation über Ländergrenzen hinweg, bei der Telekom teilweise auch. Es gibt die Uni, aber auch sicher muss da nochmal mehr in den nächsten Jahren passieren. Aber ich wollte nur nochmal ansprechen, machen wir. Gut. Ich glaube, das war ein bisschen Feedback. Einiges an Input. Ich persönlich würde noch eine kleine technische Bemerkung an Alex anschließen und zu den autonomen Vehikeln, den selbstfahrenden Autos. Das Problem mit dem Unfallrisiko sind zurzeit, was die Markteinführung betrifft, nicht die Algorithmen, also die Frage überfahren oder nicht überfahren, sondern im Kapitalverhältnis ist ja auch die Verantwortung für diesen Unfall geregelt. Die Hürde für die Markteinführung, und da sitzen gerade die großen Versicherer mit den Autokonzernen zusammen, ist, wer ist verantwortlich, wenn das Ding jemanden überfährt? Der Hersteller oder der Besitzer? Und nur mal so als kleine Hürde, wo der Überbau noch ein bisschen den Durchbruch von einer bestimmten Produktivkraftentwicklung blockiert. Gut, ich hoffe, Sie haben alle ein bisschen Anregungen zum Weiterdiskutieren mitgenommen, vielleicht auch praktische Anregungen, obwohl die Widersprüche im Umgang mit dieser Technologie tatsächlich jeden Einzelnen betreffen und auch politisch oft nicht einfach aufzulösen sind. Ich wünsche Ihnen weiter eine schöne Veranstaltung und natürlich heute noch einen guten Abend. Vielen Dank.